Ja, natürlich. Also alles an, was ihr zusammen macht, das, also ihr seid ein Duo, deswegen wird alles zusammengezählt. Rushy, moin, kommst du genau perfekt, wir fangen jetzt nicht an. Ah, so, erstmal wechseln. Oh yes, lecker. Ja. Jeder, okay, bist jetzt da, bist du bereit? Käthe, sag mal, knistert dein Mic immer noch? Gestern hat's geknistert. Heute nicht, dann ist gut. Nein, 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 es hat einfach beim Reden so geknistert, wie so halt Feuerwerk so. Ja, aber es ist offenes Ende. Offenes Ende. Solange wie Käthe am Abend noch streamt, ich bin 20:30 Uhr weg, aber Käthe streamt noch länger wahrscheinlich. Deswegen offenes Ende. Aber auf jeden Fall lecker, 20:30 Uhr, oder? Karneval. Stimmt, ja, Februar. Okay, los geht's. Einladen tue ich den Dude hier. Den Dude und dich, Kira, bist du da, bist du, Kira? Was umstellen? Nee, das nicht. So, Brudi, Mann, ist noch dein. Ja, den kannst du noch einladen. Nee, lass aus, ich mach den auch gleich aus. Ich mach schon mal meinen Sprachchat aus, so, ne? Ja, ihr habt dann eure Ruhe und so und Zeug. Ich kann dann in Ruhe meine Gespräche mit Keter führen. So, sein Mate braucht ein bisschen lange. Bin immer weg, schau jetzt einen Film. Okay, abgestoppt rein. Ich weiß. Willst du mich dann ein? Ja, Legend mag ich. Wie lange braucht sein Mate? Brudi, wie lange braucht der Mate noch? Ich wollte gerade sagen, dass ich Legend war. Hau rein. Legend, 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 du bist dran, Brudi. Legend, sofort rein. Gut, Legend ist auf jeden Fall da. So, Legend, lad dein Mate ein. Gut, ich mache meinen Sprachchat jetzt aus. Sehr schön. Ah.
Golumini, genau. Nice. Okay, Leute. Da fein. Der Reale. Der hat mich gerade mitgenommen. Was ist das denn? Egal. So eine Notizen hier. Ich bin Bock drauf zu kommen, deswegen. Auf die gute altrömische Weise, damit Blatt Papier und Stift läuft. So, ich schreibe mir dann nur die Punkte auf, ne? Nicht die Kills oder so, einfach nur die Punkte. Gott. Ja. So, wen beobachtet das? Ich möchte Legend beobachten. Alles so lustig. Vielleicht sehen wir lustige Sachen heute noch. Ich bin hyped. So, bei jetzt zwei Runden. Lasst bestenfalls den Stream offen oder irgendwie so, dass ihr zuhören könnt, weil ich habe meinen Sprachchat aus. Für die zukünftigen Mitspieler da. Ich habe meinen Sprachchat aus. Also ich höre euch nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Was denn sonst? Ich habe das Gefühl, dass irgendein Team so richtig Brainer auf K sein wird und einfach mit uns ab direkt rausspringen wird. Eigentlich bin ich ja so einer. Ey, würde ich selbst mitspielen, wäre mir das passiert. Also würde ich bei einem Turnier mitspielen, mir wäre das 100% passiert. Aber ich bin so einer. Ich achte nur auf das Geräusch. Jemand springt, scheiße, ich springe hinterher. Hinten die wollen Vettel? Ne, die machen safe, die gehen da unten runter. Ne, die gehen da unten runter. So, ich war gerade auch zurück zum Kinder. Ich nehme Legend. Ah, ich guck Legend auch schon so. Ja, die sind immer noch im Fliegen, die Boys. Ja, die gehen doch happy, ne? Ist interessant. Ein bisschen leiser, man. Zu leise, mein Game. Ich ändere mal meine Videobeschreibung, damit ich nicht mehr Ehrenmann muss, sondern einfach Keter und dann findet man nicht wieder Keter. So, hab das aktualisiert an der Stelle. Der Link ist wirklich auch deiner. Nicht, dass ich da jetzt den falschen Du hier eingehe. Ja, ne, das bist du. Gut. Welcher Black Knight? Ich war gestern nicht dabei, sorry. Legend, interessantes Equip. Sehr safes Gameplay, muss man sich schon mal sagen. Erstmal happy fliegen. Ist komplett woanders. Aber kann man. Ja, die schaffen das. Das ist ja das Gute an Happy. Du kannst ganz gechillt looten. Loot ist gar nicht mal so schlecht. Und ja. Gehst einfach rüber, gönnst dir ein Flugzeug. Oder die Zipline, die ist lang genug. Reicht auf jeden Fall aus. Aber wie sie sich danach schlagen, da bin ich gespannt drauf. Ich glaube schon, man muss schon, ich denke, man ist schon so ein bisschen aufgeregt, so wenn man der Erste ist, so. Nice, so als erster Turnierteilnehmer, so. Oh yes, das kann lustig werden. Nicht spammen, bitte. Golumni. Ja, Golumni. Warum denn, wenn man nicht lesen kann? Hau mal raus, wie war's so? Ja, hau mal raus so, Mathe.
Und sonst alles drin. Ich dachte, du kommst jetzt mit, ich war noch nie so gut. Boah, ich hab voll den scheiß Monat, Alter. Ich hab nächste Woche schon wieder Schule. Und die Woche danach hab ich noch ein Praktikum. Die lassen sich Zeit, Leute, die Zone kommt. Steht doch ein bisschen auf Karum. Das ist alles. Menschen. Alles gut. Ja, auf K steht kann man nicht alles. Ja, okay, aber mit der Zone laufen ist schon sinnvoll. Okay, einen Punkt muss ich schon mal notieren an der Stelle. Bingo. So, ein Strich 1. Ich mache jetzt Strich. Nee, das ist eine Zipline, die regelt. Ich meine, die Zone dürfte immer noch langsamer als die selbst sein. Und dann, ja, können wir jetzt immer noch. Aber nicht vergessen, Leute. So stirbst direkt Wins gegönnt oder so ist es sein. Jetzt weiß ich, wie so Trimax. Jetzt weiß ich, wie so Trimax Turniere macht. Einfach fürs Level und für die. Einfach fürs Level und für die Dinger. War gerade ein Sekündchen weg. Naja, die spielen zu safe, wenn das mal so weitergeht. Ich meine, wenn die jetzt das Endduo killen, haben sie noch 3 Punkte. Und wenn die dann den Win holen, haben sie auf jeden Fall die 5 Stück. Aber so, das ist zu riskant, dann auf Win zu geiern und dann nur auf Endduo und so. Das ist einfach viel zu riskant. Aber ich spiele. Ah ja, nicht Endduo, ich spiele ja Squad. Okay, das könnte gut möglich sein. Ja, aber trotzdem, es muss halt nicht sein, es können auch Solos am. Dann hätten sie. Ja, 7. Na, mal gucken, was wir draus machen. Nein, die. Ja. Hauptsache 10. 10 ist man direkt dabei. 9, 8, das ist dann halt so eine Sache, wir noch den Team brauchen, einfach damit das überhaupt hinhaut mit Turnier und so. Weil am Ende haben wir dann immer so 2 vs 2 und so, also ein Team gegen ein anderes Team und dann am Ende haben wir noch eins Team, oder? Ein Team, das noch ein Gegnerteam sucht und dann wird auch jemand neben der neuen Pickett oder so. Die wird die am nächsten dran sein. Guckt mir die Zone an, das kann interessant werden, was hier. Legend hat keinen Gleiter, Legend muss hier laufen.
Naja, die teilen sich auf, das ist nicht so praktisch. Was sollen sie halt? NTR ist relativ gut. Legend ist relativ gut. Golden Mini weiß ich nicht. Können sie alles machen. Sie gehen auf jeden Fall safe. Sie wollen auf jeden Fall den Win, deren Ziel. Kann ich auch nachvollziehen. Osama, moin. Ja, ich bin heute mit dem Turnier beschäftigt. Morgen Rainbow gegen dich, das 1-on-1, wenn du noch willst. Aber heute auf jeden Fall nicht, heute habe ich keine Zeit. Heute muss ich Turnier machen. Na, ja, solange die einen Spot dann am Ende holen. Nein, was ist passiert? Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Dünner Junge, wie lange spielst du noch? Na, aber guck mal, es ist halt nicht so schlau an. Wenn einen Squad dann am Ende holt, dann hat man Squad gegen Duo, kann, auch wenn das Squad scheiße ist, nicht so lange dauert das scheiß Runde. Nicht Runde, Turnier. Wir machen ganz viele Runden. Das noch den ganzen Tag jetzt. Sorry, Osama. Mach doch mit. Ja, also wir gehen aus der Zone raus. Kann ich gut nachvollziehen. Einfach auf safe zu gehen. Gegner abzucampen, weiß ich nicht. Nö, es gibt keine Punkte bei Top 10. Nö. Und uns abonnierst. Habe ich bei mir im Titel stehen, ne? 20 Euro. Ja, wieso nicht? Dann steht da 20 Euro Lode. Ne? Ich meine, es sollen viele Leute mitmachen und sowas lockt eigentlich an. Ist ja kein Clickbait, wenn es halt stimmt. Hast du eigentlich Stufe 3 von dem neuen Dude? Von dem Gefangenen wieder? Wie? Ach so, stimmt, du machst ja die Mission nochmal noch. Weil der ist echt geil, die letzte Stufe ist krank. Und die Season dauert ja nicht mehr so lange. Na, ja, da kannst du ja schwitzen. Na, zu früh, viel zu früh. Viel zu früh genommen. Nico, moin, wie geht's dir heute? Ja, haben sie viel zu früh genommen. Man hätte warten können. Wenn sie safe machen, dann warten.
Ist egal, solange sie nicht runtergeschossen werden, ist ja alles gut. Wenn ich würde eigentlich schon anfangen, drauf zu knallen. Joi, geht schon, na dann. Komm mal, da sind jetzt Leute, die können, die sich jetzt gönnen. Wenn du uns abonnierst. Na, das wird ein Fight, das wird ein Fight. Der Typ ist diesen Zweier oder Dreier, habe ich irgendwas gesehen. Eieieiei, das wird. Ja, das war's, glaube ich, mit der ersten Runde. Denn das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Sie haben es so defensiv gespielt, dass die jetzt einfach gegen gute Spieler spielen werden. Das ist auch klar am Ende halt. Ich meine, sie sind selbst auch nicht schlecht. Pass auf, Legend, aufpassen. Ja, ich weiß, dass er mich nicht hört, aber. Guck dir die Zone an. Die Zone ist richtig belastend. Oh shit, da fliegt nochmal mit runter. Zwei Kills? Ne, einer nur. Okay, ich notiere mir schon. Lass mal abwechselnd machen, weil mein Blatt wird sonst zu voll. Nächste Team notierst du. Nein, aber am Ende wird mein Blatt einfach voll. Ich schreibe relativ groß. Ja, mal notierst du die Punkte, aber ich. Ja. Das war's für Legend. Zwei Punkte haben sie. Zwei Punkte haben die Dudes jetzt schon. Das wird interessant. Ich switch da mal zu Gonomin. Na, ich glaube, da wird gleich wieder gesplieft. Da wird, glaube ich, gleich was gesplieft. Bitte geh runter. Dude, geh runter. Gonomini, geh runter. Das war's, er wird gesplieft. Wobei, da unten sind Fights. Halt doch, NTR. Nicht NRT, die ist so unlieb. Okay, NTR, ist das schon mal. Alter, Digga. Deine NRT die ganze Zeit, ne? 3 Punkte, ja. Gut, 3 Punkte. Lukas, Mann. Wenn der Pech hat, ist das jetzt ein Full Squad, ne? Hat er. Ne, hat er nicht. Das sind 2 Duos. Ja gut. Oh yes. Das war krass. Der war heftig. Der hier war krank. Legend, ihr habt 3 Punkte. Shugetten. Stimmt, es gibt's ja auch noch. Ich wollte gerade sagen. Noah, wie kann man mitmachen? Du musst nur mich und Keta abonnieren und einen Partner haben. Ach scheiße, ich merke gerade, ich habe einen falschen Bildschirm. Na egal, mach ich gleich. Ja, die Zone ist mies. Ich würde die Dings weglassen. Ich würde die Dings weglegen, die MP. Hab Partner und weiter. Ja, du musst einfach warten, bis wir Platz für dich haben. Solle. Versus du. Solle versus. Das ist ein Solos. Das ist Solos. Da ist das One. Lass mir noch einen Punkt für zweiten Platz geben. Weil das ist einer. Wenn man zweiter wird, ist das schon hart belastend. Genau. 4 Punkte haben sie. Ja, da können wir richtig schön safe drauf. Aber er ist ja nicht schlecht. Kann das. Eieieiei.
Wäre er zum Loot gegangen, hätte er vielleicht noch einen Rocket. Er muss aufpassen, dass er nicht ist. Wo der Typ, wo ist denn der Typ denn? Ah ja. Okay, es ist ein Ballonspieler. Das kann er gut machen. Ballonspieler sind nie. Er macht den Win. Und kostenloser Win für uns. So, 6 Punkte leider, das habt ihr gut gemacht. Das war echt nice. Damit haben sie 6 Punkte. Dann haben sie absolut 6 Punkte, damit lief es absolut gut. Ah, wenn man Rette die Welt hat und einen Win macht, dann kriegt man Schirm des Gründers. Ah ja. Jetzt war gerade mein erster Win nach Rette die Welt. Ich hab's ja erst seit. Okay, Leute, bitte alle sofort bereit, weil ich muss in 18 Minuten weg und dann möchte ich noch eine Runde näher. Ne, lass mal die Frau nehmen. Lass mal Madame nehmen. Okay, lass mal Madame nehmen. Im Prinzip müssen sie jetzt noch. Im Prinzip können sie jetzt auf eine Tür-Tunnel geiern. Das wäre relativ gut möglich. 4. Nein, sie haben 6. Ein für Platz 50. Ein für Platz 2. Stimmt. Ich habe den Kill ja nicht mitgezählt. Danke, dass du dabei bist. Sonst hätte ich es vergessen. 7 Punkte? Genau. Genau 7, ja. Das heißt, im Prinzip 3 Kills würde man Tilde sehr leicht schaffen. Wirklich sehr leicht. Naja, wenn man Fisch landet, im Fisch schafft man so gut wie immer einen Kill. Aber ob sie so. Wenn sie sowas anspielen wollen. Haben fast 20 Stunden nice abgestoppt. Ich bin stolz. Wo wollen sie hin? Ich hab Tilde markiert. So, ich bin sehr gespannt. Mal gucken, ob jemand mit uns gleich rausspringt. Schade, nur du. Lustig wär's, wenn sowas echt passiert. Sie springen dann. Ey, sie wollen echt wieder durchziehen, weil sie wollen wieder richtig safe. Retail wahrscheinlich, ne? Ja, dann müssen sie einfach Retail gehen, dann haben sie Hot drin in der Tasche. Leute, by the way, ihr müsst nicht, ihr könnt auch nur auf 10 Punkte geiern und danach lieben. Je mehr, wenn ihr mehr Punkte als 10 habt, das bringt euch nichts. Also nicht, dass ihr dann denkt, dann werdet ihr irgendwie noch höhere Chance, dass ihr dann. Ja, mach. Ey, wir gehen zu safe. Ich finde das ein bisschen zu safe. Ich meine, man könnte für die 3 Punkte ganz ehrlich schon. Ja. Riskanter spielen, aber ist es ja nicht Zwang. Ist ja kein Zwang. Genau, soll ich überlassen. Den Zuschauer, nice Leute. Alle aktiv dabei. Wieso guckst du nicht über YouTube den Livestream? Dann pausier den Stream halt und weißt du, was du im PC machen kannst? Du kannst Stream gehen, den Live-Chat rechts klicken und dann kannst du dir den einzeln anzeigen lassen.
ich sag dir nur, wie es geht. Gehst auf. Hast du dein Live-Dashboard offen? Ja, oder? Ja, dann geh mal youtube.com/live-dashboard. Und dann ist da halt dieser. Dann ist da halt dieser Top-Chat und so. Dann ist da Top-Chat und so. Gehst halt auf die drei Punkte und dann auf Chat in neuem Fenster öffnen und dann kannst du Dashboard eigentlich schließen. Das hat sich absolut im Hauptbildschirm mein Google geöffnet, muss los. Egal, ich muss erstmal hier rüberziehen. Ich kann den auf jeden Fall schon mal den Punkt notieren für die Top 50, weil die werden jetzt eh nicht verrecken. So, live Dashboard. So, vielleicht sind es 8 Punkte, Boys. So, nein. Und jetzt? Bashi? Hm? Wo jetzt? Auf die 3 Punkte beim Chat. Da wo Top Chat steht, oben rechts. So, ja, und dann? Chat im neuen Fenster öffnen. Okay. Kann ich mitspielen? Du kannst beim Turnier mitspielen, wenn du Bashi und mich abonniert hast. Bashi ist der erste Link in der Beschreibung, Ehrenmann. Also als Ehrenmann im Link in der Beschreibung. Und ja, du brauchst halt einen Duo-Partner, aber Abo-Zocken ist heute nicht. Hast du Abo-Zocken im Titel? Nein. Wie lustig wär's. So, den die 8 Punkte haben sie jetzt auf jeden Fall schon. Was ist denn jetzt meine Maus denn eigentlich? Ach, hier. Fortnite, sein Gott, danke für dein Abo, Ehrenmann. Fortnite, sein Gott, ja, der kommt von mir gerade. Kann man mitzocken. Ja, natürlich. Warst du ein Duo-Partner, musst Keda und mich abonnieren. Keda ist. Hat das Fortnite sein Gott gefragt? Ja. Der hat mich das auch schon gefragt. Na dann. Okay, da hat der schon. Da ist ein Gegner. Oh ja, da geht die Action los. Ist aber, es sieht aber nur aus, als wenn es nur einer wäre. Wie viele Punkte haben sie? 8, ne? Ja, 8. Ja, den 9. Punkt kann man sich ja schon mal wenigstens gönnen. Da haben sie es noch derer. Ja. Das war's für den. Easy. Er ist alleine. Er hat mich jetzt abonniert. Vorhand, Schuck oder. Ich hab's jetzt nicht genau erkannt, aber auf jeden Fall danke für dein Abo. Okay, Digga, den nächsten Punkt haben sie. 9 haben sie jetzt, ne? Den letzten Punkt noch und dann. Ja, ein Kill ist ja noch safe drin. Ah, da kommen 2 angeflogen, Das sind seine Teammates, denke ich. Das sind sie. Wieso gönnen die sie? Ja, das war's. Oh, fuck. Ich würde ja eigentlich drauf gehen. Ich eigentlich halt auch. Ein Kill würde. Ne, die riften, die riften. Die würden doch wohl einen Punkt noch mitnehmen. Die riften aber. Ja, aber einen die müssen schon noch mitnehmen. Das war sehr komisch. Unnötig würde ich. Ja, die sagen. Wollen auf safe spielen, die wollen noch einen Kill machen. Ja, aber Solos werden die jetzt glaube ich auch nicht wirklich finden. Wenn er einen mitnehmen und sterben würde, komplett reichen. Aber die wissen ja nicht, dass sie 9 Punkte haben. Die wissen das ja nicht. Die wissen ja nur, dass die relativ weit sind. Ja. Wie lange bist du an? Ich bin gleich erstmal weg für 2 Stunden im Sommer. Jetzt hab ich und danach komme ich wieder und dann jetzt hab ich wieder Sound. Deswegen heute kann ich kein Rainbow spielen, sorry. Das ist schön. Golumini hat sich erstmal einen schicken wieder Pumpgun. Die Lagerfeuer sind halt schon echt praktisch. Ja, irgendwie schon. Vor allem kannst du die ja so viel mal wie du willst anzünden. Ja.
bringen, haben sie gar nicht so beschissen Loot. Also NTR hat zumindest eine Blue Palm und eine grüne LP, damit lässt sich schon mal ein Gegner klatschen. Stimmt ja noch 19 Uhr? Ja, 19 Uhr für beide. Ich bin halt die nächsten 2 Stunden von 16 bis 18 weg. Und dann bin ich auch wieder da. Na, ich bin 18:45 dann ungefähr weg. Für wie lange? Boah, ich weiß nicht, wie lange das alles geht. Dings, Karneval. Weil ich muss halt mithelfen, so. Ich mache mit dem Kumpel die fleißigen Bienchen und krieg dann halt auch noch absolut ein Bienchenkostüm. Wow. Wie lange geht das denn hier? Was aber wissen wir nicht, aber. Wird halt schon noch eine Weile dauern. Lukas, wie oft willst du mich eigentlich noch deabonnieren und wieder abonnieren? Mach doch Resubs aus. Die werden ja nicht angezeigt, aber ich krieg trotzdem eine Nachricht. Achso. Halt als Pop-up auf dem Handy. So safe, so safe. Zu safe. Zu safe. Also wie gesagt, wenn ihr beim Turnier mitspielen wollt, braucht ihr einfach nur einen Duo-Partner. Wie heißt der andere? Kete heißt der, er ist der erste. Kete heißt der, ist in der Videobeschreibung der Kete und der Ehrenmann. Der zweite Link in der Videobeschreibung müsste Kete sein. Ah, ich glaube, die wollen jetzt Tilted nochmal vielleicht einen Kill mitnehmen. Gehen ja nicht nach Tilted. Meinst du? Ah, nee, laufen außen rum. Ja. Nee, die gehen doch. Nee. Bei. Nee, links rum. Nee. Die wollen die 10. Ich glaube, wenn sie die 10 Punkte gegettet haben und wenn sie wissen, dass sie 10 Punkte haben, juckt sie auch nicht mehr, glaube ich. Fortnite ist ja Gott, auch einfach Ausrufezeichen Epic in den Chat. Kommen die Epic-Namen. Ja, mein Epic-Namen hat er. Mein Epic-Namen hat er, glaube ich, auch schon, oder? Hat er mir ja schon eine FA gesendet? Ausrufezeichen Epic. Fortnite sein Gott, wenn du das bist, den ich gerade angenommen habe, du musst hättest einfach im Stream Bescheid sagen können, nur ich gucke nicht, alle 2 Minuten auf meine FL, du musst einfach nur Bescheid sagen, wenn du mir eine FA gesendet hast. Er sagt ja. Was dann? Er hat ja gesagt, er ist gerade bei mir dran. Achso, dass ich ihr. Ja, okay, dann war er das weiß. Oh shit, das ist knapp. Ich muss jetzt einfach halt einfach weg. Ne? Was soll ich machen? Problemchen ist am Start. Das will ich eigentlich nicht machen. Warte mal. So, und dann mal Eigenschaften, Leute. Nee, das meine ich nicht. So, ab zu Killer. Perfekt, und dann. So. Ich wollte das nur mal kurz ändern, weil ich es vergessen habe. Ja, okay, ich schaff das echt nicht, ich muss einfach weg. Okay, Leute, passt auf, ich müde mich jetzt alles so, der Stream geht auf jeden Fall weiter. Schön. Ja, ab zu Kete, Leute, ab zu Kete. Ja, Baschi, willst du das jetzt machen? Ich spam den Link nochmal schön. Du musst die Runde leften. Oder sie müssen da zu mir reinkommen. Ja, passt schon. Oder wie lange musst du weg? Bis 18 Uhr, dachte ich, oder? 18 geht's bei mir wieder weiter, ja. Okay. Schnell, muss dich bitte finden. Wenn nicht, mach doch. Nee, wir können auch einfach alle zu mir in den Stream, das geht auch. Boah, schön. Die versuchen da noch einen abzustoppen. Wie kann ich. Nur hast du Türkei? Wie kann ich mitspielen? Wie kann man mitspielen? Du musst Bashi und mich abonnieren und du brauchst einen Duo-Partner. Also meinetwegen nimmst du irgendeinen Kumpel von dir, wo du sagst, okay, mit dem könnte ich das schaffen und den Duo-Partner brauchst du und dann musst du mich adden, weil Bashi ist jetzt gerade weg. Und dann musst du mich adden und ja, hallo, darf ich mitspielen? Falls du wegen Abo-Zocken meinst, Abo-Zocken ist heute nicht, ich hab's aber auch eigentlich extra nicht im Titel stehen. Heute ist nämlich Duo-Turnier von Bashi und mir. Steht ja auch im Titel. Guck mal NRT war dazu.
NTR, fuck. Ja, moin. Ja, das, wenn sie das jetzt halt nicht schaffen, haben sie halt 9 Punkte, aber desto weniger, moin Louis, aka WTFN, desto weniger mitmachen. Also, wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass nicht so viele mitmachen, habt ihr auf jeden Fall mit 9 oder 8 Punkten noch die Chance. Also, wenn es halt wirklich nicht so viele sind, dann nehmen wir auch welche mit weniger Punkten. Hi, Bulls-Fan. Wann kommt man dran? Ja, wenn du einen Duo-Partner hast, musst du da Bescheid sagen. Und dann gehe ich in den. Ich habe ja den Stream-Chat offen, dann musst du mir einfach Bescheid sagen. Und dann passt das. Achso, wie gesagt, bei Barschi, der kommt erst so 18 Uhr wieder. Also, wenn ihr noch irgendwen wisst, der bei Barschi im Stream ist, der müsste dann, wenn ihr mitspielen will, zu mir in den Stream kommen, weil Barschi hat sich gerade seinen Sound auch gemutet. Das heißt, bei Barschi im Stream hört man mich auch nicht mehr. Ja, kommt darauf an, wie viele gleichzeitig mitmachen wollen. Müsst ihr halt in den Chat schreiben. Weil für NTR und Golumini sind das jetzt im Stream-Chat vorhanden als ein Gott, musst du Bescheid sagen. Für die beiden ist es die letzte Runde, also ihr habt 2 Runden und müsst halt 10 Punkte erreichen. Mehr als 10 Punkte ist egal, bin nach der Runde bereit. Okay, wenn du einen Duo-Partner hast, dann passt das. Hallo, ich bin von Marschi, okay, nice. Also Voraussetzung ist übrigens Barschi, um mich zu abonnieren, ist ja ganz klar eigentlich. Also wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt es jetzt schon mal in den Chat. Also, wenn ihr beim Turnier mitmachen wollt, schreibt es jetzt schon mal in den Chat bei der Qualifikation im Turnier. Und damit ich weiß, wie viele mitmachen wollen. Weil ansonsten nehmen wir nach NTR kassiert. Okay, Golomini könnte. Na, 17er nur. Mit der neuen Pump. Oh, schön. Ich könnte ein Abo bekommen. Okay, nice, Luca Gamer, danke. Okay, damit haben sie es. 10 Punkte. Sie haben 10 Punkte, das heißt theoretisch, Glückwunsch Jungs, ihr habt's geschafft. Hab weiter abonniert, okay. Also theoretisch könnten die beiden jetzt auf schwitzen, aber sie könnten natürlich jetzt auch auf die 12 Punkte schwitzen. Ne, 13, oh, da kassiert Golomini ein Brett. Och, kill's jemand. Ich mache mit meinem Partner eine gute Kombo von ihm. Das ist Love. War glaube ich schon länger bei Barschi im Stream. Also machen wir, this is Love, this is Zed Love. Oh, sorry, wenn ihr meinen Epic-Namen nicht wisst, warte mal, ich geh mal Spielchat und gratuliere dir meinen Mann. Jungs? Ah, Spielchat ist noch nicht aktiviert. Dauert ein bisschen. Jungs? Ah, ja. Hi? GG, Jungs, ihr habt die 10 Punkte erreicht. Danke. Ja, danke. Nice, ja. Gespielt. Also, ich werde mir das noch notieren, dass ihr die 10 Punkte habt. Und ja. Ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid. Bei Barschi oder bei mir im Stream, wenn das richtige Turnier ist. Das war jetzt nur die Quali. Oh. Ja. Okay, dann euch noch einen schönen Tag. Vielleicht, ihr könntet ja theoretisch auch bei mir im Stream mitgucken. Bei euren Konkurrenten. Ja, Mann. Ja, mal gucken. Okay. Na gut. Ciao. Ja, ciao. Ciao. So. Also. Privatsphäre auf privat. Ich habe mein Freund mitmachen. Muss was. Muss gucken, aber schon on. Das kannst du mich adden. Lukas Gamer HD 1 oder. Ihr müsstet mich, wenn schon, adden. Toxic erstmal. Du warst, glaube ich. Ne, wir wollen ja erst. Das ist ZLove YouTube. Wenn du noch im Stream bist, sag mir mal deinen Namen bitte. Oder adde mich einfach. Rival Kete. Also wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr Barschi und mich abonnieren und dann einfach mich adden. 130 Subs, Ehre. Ja, im Subcounter stehen jetzt 131, weil über Nacht oder beziehungsweise heute früh oder was weiß ich, jemand die abonniert hat. Wie heißt du? Im Real Life steht in meiner Beschreibung. Ich sag deswegen Beschreibung, weil ich kann es irgendwie nicht leiden, meinen Namen zu sagen. I don't know. Steht in der Beschreibung. Will jetzt keiner oder was?
Wer jetzt will, einfach Rival Kita hätten und im Streamchat Bescheid sagen. Ansonsten lade ich jetzt einfach Toxic ein. Achso, und so. Ja, dann machen wir Toxic zuerst. Das ist Z-Love. Edde du mich mal. Ich lade so ich lade erst Toxic ein. Okay, Toxic, lade mal bitte deinen Teammate noch ein. Toxic? Toxic? Hallo. Lad mal bitte dein Teammate noch ein. Mach ich gerade. Okay. Gut, dann bin ich jetzt im Spielchat wieder gemutet. Die Regeln kennt ihr? Ja. Pro Kill gibt's einen Punkt und alles mögliche. Ja, also wenn ihr die Regeln kennt, habt ihr noch irgendwelche Fragen vorher? Hab ich. Ja, hau raus. Ist da. Moment-Keks. Was? Nee, ich hab, habt ihr noch irgendwelche Fragen, hab ich gefragt. Achso. Achso, nein, achso. Oder? Okay. Nein? Ich weiß halt die Regel nicht. Ein Kill gibt einen Punkt. Ja, ein Kill gibt einen Punkt. Ab 10 Kills gibt's einen Punkt mehr. Also wenn ihr 11 Kills macht, habt ihr 12 Punkte anstatt 11 Punkten. Platz Top 50 gibt einen Punkt. Top Platz 2 gibt einen Punkt und Platz 1 gibt nochmal 2 Punkte. Okay. Okay. Gut, ihr habt 2 Runden zum Spielen Zeit. Ich spring direkt am Anfang raus, nicht, dass ihr mir hinterher springt. Ja, ja. Okay. Dann starten wir. Was? Können wir nach denen, die jetzt gleich dran sind? Ja, könnt ihr machen. Nee, Fortnite sein Gott wollte erst. Nee, Fortnite sein Gott spielt jetzt, bro. Das ist Love. Müsste mich adden, ansonsten könnt ihr Dexen, by the way. Also ich denke mal, es heißt Dexen. Wie heißt du bei dem Spiel? Ausrufezeichen Epic. Dann hast du meinen Epic Games Namen. Einfach Ausrufezeichen Epic. Wenn nicht, steht's ja hier oben links, Ausrufezeichen Rival Kette. Wartet. Ich schreibe euch mal. Geh mal kurz auf den zweiten Bildschirm. Ausrufezeichen Commands. Mit diesen Commands könnt ihr. Aktiviert sich der Bot. Die könnt ihr benutzen. Ihr müsstet für Raketen, das sind meine Coins, damit könnt ihr Mod bekommen, wenn ihr genug davon habt. Wie viel genau, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, ihr könnt da halt Mod bekommen. Und dafür müsstet ihr halt alle 10 Minuten was in den Chat schreiben. Gehen Sie hin. Dusty, okay. Ich kümmere noch kurz den Ballon hier um. Let's go. Epic mit P. Lukas. Also wie gesagt, Abo zocken ist heute nicht. Also ihr könnt mich zwar trotzdem enden, aber Abo-Zocken ist heute halt nicht. Scheiße, das habe ich jetzt gerade nicht so ganz geplant. Ich bin ja jetzt nur genockt. Fuck. Brain AFK. Mitspielen ist gerade nicht an. Die Warteschlange ist nicht an. Was ist Mod? Moderator. Dann hast du mehrere Rechte. Sprich, ich kann einstellen, dass nur Moderator in den Chat schreiben können. Und ja, mitspielen geht heute nicht, weil ich habe kein Abo-Zocken. Und deswegen ist die Warteschlange zu. Oh, fuck, jetzt habe ich es verpasst. Mumienkeks ist down. Mumienkeks ist down. Achso, ich brauche mal Zeit. Das ist... Da steht auch schon was drauf. Toxic ist auch down. Okay, die müssten jetzt in einer Runde 10 Punkte schaffen.
Das wird natürlich jetzt nicht gerade leicht. In einer Runde 10 Punkte. Digga, ich will da nur ein Blatt haben. So. Sie müssten jetzt halt richtig sweaten. Oder richtig auf Safe spielen. Die müssen auf jeden Fall. So, ein Stift. Dann brauche ich noch Licht. Bitte mach nicht mein Bildschirm aus jetzt. Danke. So, meine Leuchte. Zack. Ich hoffe mal, der Stift geht. NTR plus. Ah, wie hieß der andere? Mini. Irgendwas mit Mini. Mach ich mal so eine Klammer. 10 Punkte. Ja, plus Toxic. So, aktuell noch keine Punkte. Wie kann ein Mod sein? Aktiv im Stream sein. Wie eigentlich bei jedem Streamer. Ja. Aktiv im Stream sein, dann kannst du mit Ausrufezeichen Raketen. Ein paar Satz. Das ist Love. Dexton. Ich nenne dich einfach mal Dexton, weil ich gerade nicht weiß, wie es wirklich heißt. Ja, du musst mich adden. Das ist Z-Love. Der wollte zuerst. Deswegen. Mann, ich verpasse es jedes Mal, weil ich rede. Ist er wieder nach dann oder This is Love? This is Love ist danach. Danke für dein Abo, Netphaser. Oder Endphaser, glaube ich, war's. This is Love wartet nämlich schon länger. Dexton. Also ihr seid nach This is Love dran. Das ist natürlich ein bisschen beschissen von mir, weil ich müsste eigentlich mal sterben jetzt. Weil irgendein Bergspringen bringt nichts, dann bin ich halt genockt nur. Ich muss ja Insta-Finish. By the way, ich bin jetzt alleine drin, wir spielen deswegen trotzdem nicht Trios, wir spielen trotzdem noch Squads, weil sonst wäre es unfair gegenüber den anderen. Die anderen beiden haben ja auch Duo-Squad gespielt. Ich hoffe, die fighten jetzt noch nicht. Ich fliege extra nochmal noch ein bisschen hier umher. Wenn ich dann ins Wasser rein kann. Also Christian, Jesse, schau mal, ob du mich in der Freundesliste hast. Nee, ich glaube nicht. K, nee. Hab dich nicht. Raketen wird anders geschrieben. So. Und zwar so. Ausrufezeichen Commands. Da stehen jetzt nochmal die Commands, die ihr benutzen könnt. So, Mumienkeks. Ich hab den nicht in der FA, also du müsstest mir, wenn du eine senden. Ne? Ach, hier steht's ja. Golo Mini heißt er. Siehst du, ich wusste, das war das Mini. Ich ende nicht mehr. Das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe mich geguckt, dass diese. Oh, Toxic ist down. Das Ding ist, er müsste ja Solo Squad rasieren, ist das Ding. Okay, oder so. Ich glaube, die FA ist raus. Aber wir gucken das mal wieder hier zu. Den muss er holen. Das war's. Sie haben 0 Punkte. Was eigentlich, oh sorry Jungs, was ist eigentlich mit Barschi? Barschi kommt erst um 18 Uhr wieder. 0 Punkte. Schade Jungs. Schade eigentlich. So, Sprachchat.
Sprachchat, Sprachchat, Sprachchat. Schade, Jungs. Trotzdem, gut gespielt. Ja, GG. Jo, GG. Dann, schönen Resttag. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, noch im Stream zugucken. Ja. Okay, ciao. Haut rein. So, Lisa Manolo. Wenn ich richtig geschrieben habe, A, B, C. Nee. L, hier. Lissa, bitte keine Eigenwerbung. Kannst du noch deinen Teammate einladen? Also, Lukas Gamer. Hallo? Hi. Ah, okay, nice. Hi, Kete. So, warte kurz, wir müssen mal kurz noch die Namen notieren. Kete, nimm mal meine Farm, bitte. Weil ich bin des Zettlers, aber. Mein, ich hab dich nicht. Ja, red du, Leon. Sollen wir aus Spielchat rausgehen oder so? Braucht ihr nicht, ich mach meinen Spielchat aus. Also, wir können auch im Spielchat reden. Nee, wir gehen Party, Leon, komm. Ja, dann hau rein, gell? Ja. Nimm meine FPG Farm auf jeden Fall. Gut, dann mache ich hier Spielchat wieder aus. Hatte ich nicht mal. Ah ja. Hab ich schon. Hier. Nee. Hä? Okay. I don't know, ich hab gerade angenommen auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr nur Barschi und mich abonniert haben. Alle 10 Minuten reicht, wenn ihr was entscheidet. 131 Subs, Jungs. Road to 200 Subs, let's go. Kann man bei dem Turnier mitmachen? Ja, wenn du brauchst, musst nur Barschi und mich abonnieren. Barschi ist der erste Link in der Beschreibung unter Ehrenmann. Und dann brauchst du einen Duo-Partner und musst mich als Freund adden. Oder dein Duo-Partner muss mich als Freund adden. Und dann musst du mir da halt im Stream-Chat Bescheid geben. Achso, ihr dürft übrigens nicht mit mir zusammen rausspringen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Jungs. Bin mal gespannt, wo die beiden hingehen. So, ich geh mal ein bisschen weiter hier hinter. Barschi kenn ich schon lange, okay. Jo. Wenn du Barschi schon abonniert hast, musst du halt nur noch mich abonnieren, so. Ich will einfach nicht gekillt werden, deswegen springe ich direkt ins Wasser. Bin ich eh Insta down. So. Jetzt kann ich wieder auf den Stream-Chat gehen, aber ich will sowieso erstmal gucken, wie viele Leute im Stream sind. Ich könnte das Ganze ja mal ein bisschen beschleunigen. Ach, scheiße, hab's nicht mehr geschafft. So, zack. Da gucken, wie viele Leute zugucken. 6 Leute, Ehre. Schon wieder ein bisschen schnupfen gerade. Wir haben hier wieder 2 PS4-Spieler. Wie gerade eben, die von gerade eben haben halt 0 Punkte. Aber wenn sich die PS4-Spieler dagegen jetzt behaupten, wäre schon ganz gut. Also bis jetzt für ein NTR und Mini mit 10 Punkten. Also wie gesagt, einfach nur beide Barschi und mich abonnieren. Barschi ist erster Link in der Beschreibung. Double Eagle, moin. Zonenlack haben sie auf jeden Fall, auf Ehre. Aber ich höre schon Fights. Also wenn das jetzt ein guter Squad ist, müssen sie jetzt auf jeden Fall gleich schon einen fetten Fight eingehen. Hier in The Block fighten schon welche. Gut, okay, da sind halt auch eigentlich immer welche.
habe 10 Raketen. Nee, du hast 2 Raketen. Jetzt bekomme ich Mod. Nein, du hast 2 Raketen und bekommst Mod ab so 500 bis 1000 Raketen. Sollte eigentlich möglich sein, weil 10 Raketen sind 10 Minuten. Wenn ich mich 10 Minuten in den Stream setze, weiß ich ja noch nichts von dem Stream. Also. Und dann ist Mod schon viel zu früh, so weißt du. Heute ist das Squad, heute ist doch Squad Turnier, oder? Ja, Duo vs Squad ist heute das Turnier. Ihr könnt da alle mitspielen, wenn ihr Barschi und mich abonniert habt. Also hi erstmal. Hi, es geht. Ihr könnt da alle mitspielen, wenn ihr Barschi und mich abonniert habt. Und da müsst ihr mich adden. Also einer von euch beiden oder ihr beide, ist eigentlich egal. Weil Barschi kommt erst um 18 Uhr wieder. Ja. Komm, Bulls-Fan, Trader versucht, dann schaffst du es. Ich hau nochmal Commands. Hier. Also, wenn du mitspielen willst. Achso, und einen Duo-Partner brauchst du natürlich noch. Ganz logisch. Schnappst du einfach einen Kumpel oder so, oder ist eigentlich egal, Hauptsache, dass du wird, ne? Wieso kommt er erst 18 Uhr? Weiß ich nicht, weil er irgendwas Privates zu tun hat. Danke, Nukes, als für dein Abo. Like, Abo, Glocke am Starten, nice. Ehre. Weiß ich nicht, der. Bulls-Fan. Na fast. Ich muss mal gucken, wie viele Raketen ich eigentlich habe, weil ich schreibe ja eigentlich so gut wie nie was in den Chat. Ja, wahrscheinlich weniger als die Zuschauer, aber gut, okay, ich brauche die ja halt doch nicht, ich bin ja der Streamer so. Ey, ich habe 13 Raketen. Also musst du da schreiben, du kannst die Nachricht jetzt auch einfach so kopieren. Nuke Snipes, du bekommst pro Minute eine Rakete. Und du musst alle 10 Minuten was in den Chat schreiben. Kann man nochmal, nee. Man kann nur einmal. Was ist denn los, Barschi? Ich will mitmachen, mein Ingame-Name ist Gern35. Ja, einfach, du musst mich. Barschi hat 0 Raketen. Du musst einfach nur mich und Barschi abonnieren und mich dann adden. Barschi, was ist denn? Achso, 0 Raketen. Achso, ja, gut, okay. Passiert. Achso, Barschi, das sind übrigens schon die dritten Kandidaten. Die zweiten Kandidaten waren Mumie und Toxic, aka, wer hat da mitgespielt? Fortnite, sein Gott, die hatten halt 0 Punkte so. Aber sonst passt. Muss halt selbst streamen, okay. Hey, ja, Barschi, wenn du nicht da bist, dann passt das doch. Ich würde nochmal was sagen. Hey, Barschi, wo bist du denn jetzt eigentlich? Speichern Raketen, ja, die speichern. Du bekommst halt jede Minute eine Rakete und musst alle 10 Minuten was in den Chat schreiben. Und reicht schon, wenn es nur ein Punkt ist. Weil sonst registriert, sonst denkt der Bot, dass du nicht mehr im Chat bist. Und das wäre nicht so nice. Hier, Barschi streamt schon die ganze Zeit. Ich muss da alles notieren und so weiter. Genau, ich hab zu tun. Barschi, was notierst du denn? Ich habe auch schon trainiert. Turniert wahrscheinlich, notiert habe ich auch schon. Ich bin PSG-Spieler, baut er nicht schlecht. Ja, aber Stream läuft weiter. Ja, halt.
So, ohne Leute, das ist das Ding. Skill-Level verwehrt, abonniert, danke für dein Abo. Egal, was sag ich, auch rein. Oh, nice, er hat ihn, finish. Er muss nur finishen, dann haben sie einen Punkt. Und das macht er auch, er finisht ihn. Und damit haben sie den ersten Punkt gegettet. Sein Teammate fightet, glaube ich, sogar weiter schon. Ah, das kenne ich auf der PS4. Das ist richtig abfuck. Okay, der Typ kommt da raus, den könnte er jetzt ein schönes Brett geben, theoretisch. Okay, er hat eine Minigun. Uff. Ah, doch. Ja, das könnte er schaffen. Oh, das Brett, Alter. Pass auf die Granaten auf. Toxic. Lol. Sind sie jetzt... Okay, egal, sie haben 2 Punkte. Also sind jetzt beide daran gestorben. Aber sie haben immerhin 2 Punkte. Wie viele Wins hast du denn haben? Wins ist egal, Mann. Du hast 2 Runden Zeit und... Okay, ich hab den FA geschickt. Die anderen machen wir PS2, Xbox und PS4. Ja, passt schon. Eine Runde haben die beiden auf jeden Fall noch. Oder habt ihr jetzt schon 2 Runden gemacht? Ich habe jetzt durch das ganze Gerede gar nicht mitgekriegt. Oder meinst du 3 Punkte? Ihr habt da nur 2 Kills jetzt gemacht. Ich wollte gerade sagen, die haben nur noch keine 3 Runden gemacht. Da habe ich nur 2. Spielchat. So, dauert ein bisschen. Was das Spielchat angeht. Ah ja, jetzt. Wir haben 3 Punkte wegen Top 50 noch. Ach stimmt, die Top 50 war ja noch. Oh, sorry, jetzt habe ich vergessen. Und es war unsere erste Runde. Ja, okay. Okay, dann, ja, ich habe noch eine Runde. Hab dann ja, noch. Dann bis gleich. Jo. Habe ich jetzt ganz vergessen, die Top 50. Ja, mein. Wenn man Top 50 bekommt, bekommt man 1 Punkt. Oder ja, du bekommst 1 Punkt bei Top 50, dann bekommst du pro Kill 1 Punkt. Dann bekommst du einen Punkt bei Top 2 und einen Punkt, wenn du gewinnst. Und ab 10 Kills bekommst du pro Kill 2 Punkte. Aber es reicht auch schon, wenn du 10 Kills hast, dann hast du schon 10 Punkte. Also wenn ihr jetzt wirklich komplette Schwitzer seid und 10 Kills macht, habt ihr schon 2 Punkte und dann habt ihr das Minimum von 10 Punkten auf jeden Fall schon erreicht. Okay, dann machst du auf jeden Fall 3 Punkte. Kann ich um 17 Uhr mitmachen? Ja, kannst du. Ich habe keine Kakete. Ja, moin. Ja, moin. Ja, du musst, du bekommst alle 10 Minuten 10 Raketen. Also, beziehungsweise, du bekommst jede Minute eine Rakete. Ach Junge, warum leckt das gerade so? Ja moin, das war's komplett gerade. So, gerade eben haben wir Christian zugeguckt, oder Christian, denke ich mal, soll es heißen. Und los. Okay. Dann kommen wir jetzt mal Lisa Manolo zu. Mal die Namen richtig notieren.
Hi Ben, Hashtag Royal. Beide haben auf jeden Fall wahrscheinlich 50 Punkte. 3 Punkte. Die müssen jetzt 7 Punkte in einer Runde machen. Alles ist möglich, haben wir vorhin gesehen. Eine Camper-Runde und trotzdem 7 Punkte. Eine NTR, Legend und Minimi Keks oder wie er hieß. Mumienkeks. Nee. Gollum Mini. Die haben auf jeden Fall 10 Punkte. Alles PC-Spieler, lul. Nee. NTR Legend und Gollum Mini waren PC-Spieler, die haben 10 Punkte. Einen Win und in der anderen Runde 3 Kills. Hat gereicht. Nee, in der einen Runde 3 Kills und in der einen Runde 3 Kills und ein Win und in der anderen Runde auch 3 Kills und ein Win. Ach nee, in der anderen Runde nur einen Kill, glaube ich. Also wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr einfach nur Bashi und mich abonniert haben. Und einen Duo-Partner haben. PS4, Xbox, PC ist ganz egal. Ihr könntet theoretisch auch auf Handy spielen, aber da werdet ihr halt wahrscheinlich nicht so die Chance haben gegen PC-Lobbys. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ist da eine Tomate? Hab ich noch gar nicht gesehen. Sind wir dann gleich den nächsten? Nee, danach sind Dexon, by the way, dran und sein Partner. Vorausgesetzt, Dexon ist noch im Stream. Wenn ja, Dexon, dann schreibt mal was in den Chat. Nein, wir sind danach. Okay. Nuke Snipes, ja, du bist dann 15 Uhr dran. Ach ja, wahrscheinlich 15 Uhr, 17 Uhr, meine ich. Also, Dexon ist dann dran. Bro, jetzt hab ich den. Ich mach jeden Kuli kaputt, Alter, ohne Witz. Schon wieder das obere Teil abgebrochen. Was eigentlich dazu gedacht ist, dass man es in ein Hemd reinsteckt. Dass man den Kuli an ein Hemd reinklippt. Achso, Top 50 ist schon mal ein Punkt. Kill haben sie nicht. Dann haben sie jetzt 4 Punkte. Oh Gott, wir müssen jetzt 6 Kills. Oder nee, 4 Kills und ein Win. Oder 3 Kills. Ja, 3 Kills und ein Win werden es auch. Würden auch reichen. Beziehungsweise 2 Kills, dann Top 2 und den Win. Gibt's ja, das wären dann 3 Kills und der Win und dann hätten sie es. Können wir 17.30 Uhr oder später machen? Ja, könnt ihr auch machen. Bashi ist dann ja um 18 Uhr auch wieder da. Nur ich muss dann halt auch nochmal zu circa für 10 bis 15 Minuten weg. So nach den nächsten beiden. Weil ich muss noch privat was machen. Oder ich gehe jetzt direkt nach den beiden. Dann müsstet ihr halt kurz mal warten, Jungs. Weil ich muss privat noch kurz was machen. Dauert aber nicht länger als 15 Minuten, also keine Sorge. Oh, ich finde deine Pump nice. Also 4 Punkte haben sie safe. Oh, die P90. Nice. Was ihnen jetzt halt auf die Füße fallen könnte. Ja, Nuke Snipes, das geht ja, ist ein Open-End-Stream eigentlich. Oder wie man das nennt. Ich glaube Open-End. Ja. Bashi ist ja dann ab 18 Uhr bis 20 Uhr nochmal da. Also ab 18.45 Uhr bin ich nicht mehr da, weil ich muss dann, wie gesagt, Karneval nochmal mithelfen und das geht um 19 Uhr los. Und deswegen muss ich da dann halt weg. Und ab da wird Bashi dann bis 20 Uhr durchmachen. Wie viele Games nochmal? Zwei Games hat man, um 10 Punkte zu erreichen.
High Crunch, Makaton. Wisst ihr, wie viele Teams dabei sind? So viele Leute, wie mitspielen wollen. Das steht nicht fest. Die Qualifikation ist für so viele, die mitspielen wollen. Mittlerweile mit Lisa und Christian sind es 3 Teams. Dann noch mit euch beiden sind es 4. Mit Nuke Snipes sind es 5. Und ja, was ist, wenn man 10 Punkte hat? Ja, ab 10 Punkten könntest du theoretisch auch die Runde leften. Sobald ihr 10 Punkte erreicht habt, seid ihr automatisch beim Turnier dabei. Dann habt ihr die Qualifikation überstanden und seid beim richtigen Turnier dabei. Danke für dein Abo, Playfan. Barschi, dann bist du weiter. Okay, gucken uns den Fight an. Sie haben 4 Punkte. Sie müssten jetzt 2 Kills machen und einen Win holen. Oder 6 Kills. 2 Kills und ein Win wäre, denke ich mal, aber einfacher. Okay, nice. Oh, pass auf, Digga, das ist Dynamit. Hast du das nicht? Pass auf, Diggi. Boah, Junge. Gerade echt Bedenken gehabt. Nehm doch die AK mit. Nee, ist das ein AR-Spieler. Okay, ich mach dir demnächst mal ein ordentliches Thumbnail, Brudi. Ja, ein ordentliches Thumbnail. Und wenn du gerade dabei bist, ein Kanalbanner und ein richtiges Kanalprofilbild, da würde ich mich auch nicht lumpen lassen, ne? Also, wie gesagt, wenn man 10 Punkte hat, dann ist man halt weiter. Das ist jetzt die Qualifikation und das richtige Turnier dauert dann noch ein bisschen. Und meine Maus steht im Weg, habe ich jetzt erst gemerkt. Ich müsste mir mal ein OBS-Bild machen, wo die Regeln draufstehen, dass ich das so lange laufen lasse, während ich weg bin, weil ich bin jetzt gleich für 15 Minuten erstmal weg. Ihr könnt eher nochmal Playground oder so spielen. Geh mal weg, das kann ich nicht. Was? Was kann. Achso, ja, wer hat denn deinen Kanalbanner und so gemacht? Das kann mein Designer, aber der meldet sich irgendwie nicht mehr. Joa. Gut. Achso. Philipp. Oh, sie. Lol. Sie haben 4 Kills. Sie haben 8 Punkte, Jungs. 2 Punkte noch. Wenn sie jetzt noch 2 Punkte machen, haben sie die 10 Ansätze weiter. Mein Kumpel laggt immer wieder ab und zu. Ja, das ist halt belastend, aber oh, tschüss. Lukas Gamer, ich komme. Was meinst du jetzt? Oh, schöner Raketenwerfer, der könnte richtig, richtig in dem Game noch sein. Sie haben 2 Punkte. Das könnten sie machen, die Runde. Entweder ein Win oder noch einen Kill und die Top 2. Also theoretisch könnten sie jetzt noch auf einen Kill schwitzen und dann einfach campen, bis sie Top 2 sind. Dann haben sie es. Mein Banner ist von mir und mein PB von 3 Jahren von einer Freundin. Schreib mal bitte in den Chat oder in die Beschreibung, wie die Punkteverteilung ist. Barschi, kannst du das mal bitte schreiben? Du hast gerade eh nichts zu tun. Ich möchte hier mal Notizen machen und zugucken. Aber ich kann es auch einfach so sagen, theoretisch, weil ich habe kein Hotkey fürs Turnier gemacht, habe ich vergessen, tut mir leid. Wenn ihr Infos sehen wollt, müsst ihr in meinen Stream und dort Turnier einfach machen. Ja, so geht es natürlich auch. Ah, danach könnt ihr wieder bei mir in den Stream kommen, weil Barschi ist gerade nur am Handy, der ist gerade eh nicht am Streamen. Sonst wäre er hier mit in der Runde. Also, wenn ihr die wissen wollt, einfach bei Barschi in den Stream, der ist... ich kann gleich nicht mehr reden. Der ist der erste Link in der Beschreibung unter Ehrenmann. Und da könnt ihr die Turnierinfos sehen. Oh, da oben waren Gegner, oder? Ich glaube. Also, Dexen, ihr könnt euch dann nochmal vorbereiten. Ihr habt dann nochmal circa 15 Minuten Zeit, bis ihr dann erst dran seid. Also, ihr könnt dann nochmal ein bisschen sweaten. Was soll ich das trinken? Sie haben 8 Punkte. Mit 8 Punkten wären sie jetzt auf jeden Fall aber auch noch dabei, weil es gibt nur 10 Punkte, 0 Punkte und mit 8 Punkten wären sie auf jeden Fall auch dabei. 4 Kills in der Runde davor, 4 Punkte. Ne, 7 Punkte haben sie. In der Runde davor hatten sie Top 50 und 2 Kills. Sieben Punkte. Können sie schaffen. Ja, Dexen, ihr könntet euch auch nochmal einspielen, wenn ihr wollt. Oh, Leute, das ist ja, was ist das denn für eine Zone? Die halbe Zone ist im Wasser, Alter. Barschi klappt nicht, der müsste aber eigentlich gehen. Turnierinfo müsste eigentlich funktionieren.
Oder kann vielleicht irgendwer von euch aus dem Stream-Chat designen, weil ich kann's nicht. Yeah. Ein Kill und der Win. Das würde reichen. Ah ja, Bashi. Das war's komplett. Oh, sie fighten. Es sind zwei Leute. Ne, einer. Wenn das nur der eine ist und seine Teammates nicht gleich kommen, können sie das machen. Oh, der kassiert mies. Das ist ein PCler. Das ist ein PCler. Safe Call. Bitte spiel jetzt nicht zu offensiv, Digga. Du könntest jetzt alles damit versauen. Ihr habt 7 Punkte. Kommt. Ich meine, ihr werdet zwar immer noch Zweiter, aber spielen ja noch genug Leute mit. Gib mir einen Lucky Pump. Lucky Pump, komm. Ah, schade. 7 Punkte. 7 Punkte. Ich mehr als 7 PKT. In 15 Minuten, also geht's weiter. Ja, jetzt geht's in 15 Minuten weiter. So, Moment. Spielchat, bitte geh. Spielchat, oh. Spielchat. Jungs, ihr seid mit 7 Punkten ja. Bisher noch auf Platz 2. Ihr habt in der Feier. Ist ja. Es nur Qualifikation. Das jetzt ist nur Quali. Und wie viele können maximal mitmachen bei der Quali? So viele wie mitspielen wollen. Also im Moment haben 3 Leute gespielt. Haben wir einmal 10 Punkte, einmal 0 Punkte und dann ihr mit 7 Punkten. Also ihr seid im Moment noch Zweiter und wärt auf jeden Fall im Turnier dabei. Also wir sind safe dabei. Bis jetzt. Nein, schon. Safe nicht. Kommt drauf an, wie die anderen jetzt noch spielen. Ich schau einfach Stream. Aber mit 7 Punkten seid ihr auf jeden Fall bis jetzt noch auf Platz 2. Auf jeden Fall stark gespielt für PS4-Spieler. Der eine war halt ein bisschen unglücklich da. Ja, ich kann aber nicht machen. Ich spray mit Scarber. Genau beim letzten Schuss treffe ich nicht. Und dann war alles aus. Egal, ja, okay. Dann hau rein, gell? Yo, ich bin jetzt auch übrigens für 15 Minuten erstmal weg. Also danach geht's weiter. Ja. Okay. Okay. So, Gruppe ist privat, dann muss ich noch alles muten. Spielchat ist sowieso aus, dann mute ich mich noch auf dem Discord. Zack, Discord bin ich gemutet. Dann brauche ich noch OBS. Okay, Jungs, dann bis in 15 Minuten. Bin dann gleich wieder da und ja, ich beeil mich. Ich muss, by the way, also, ich sag's einfach mal, mein Opa hat Hühner. Und ich muss jetzt halt mit dem Fahrrad kurz hin düsen und die Klappe zu machen, damit der Fuchs sie nicht fistet. Und ja, meint. Ja, also bis gleich, ich bin ungefähr in 15 Minuten spätestens wieder da. Ich versuche mich zu beeilen, das sollte ich aber schaffen. Jungs, hier, by the way, ganz professionelles Bild.
Alter Jungs, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich gehasselt bin jetzt. Aha! Puh, Jungs, ich. Alter, fuck. Die nächsten, die mitspielen wollen, einfach in den Streamchat. Ah ja, das ist Love. Ich hab's gerade auch mitgekriegt, als ich rausgegangen bin. Ihr hattet ja noch die Top 50, also habt ihr 8 Punkte, das muss ich kurz ändern. Die nächsten, die mitspielen wollen, waren, glaub. Ach, ich bin nochmal kurz. Nicht da und dann direkt Werbung, Homie. Nur weil du neu auf YouTube bist, mach doch bitte kein Auge auf mich jetzt. Was ist denn mit dir? Mach nicht diesen. Die nächsten, die mitspielen wollen, einfach in den Streamchat rein. Ich komme in einer Minute wieder. Ich brauche ein T-Shirt. Ich schwitze wie Sau, Jungs. Ja, geht weiter. Achso, stimmt, du wolltest ja mitspielen. Ach, was für mitspielen wahrscheinlich. Ihr wolltet ja jetzt, ne? Wo ist denn dein Headset-Kabel? Ach hier, okay. Kann man zoomen? Was? Joinen. Achso, nee, aber zocken ist heute nicht. Heute ist Turnier. Das ist Love, wie hieß du nochmal? Hau mal raus. Viele Abos haben, kann ich joinen. Ne, das ist Love ist zuerst dran. Ja, Barschi Photoshop Profi bin ich, klar. Hättest du jetzt gedacht. Also Z Love, schreib mal bitte deinen Namen. Ne, Dexen meine ich. Nicht Z, das ist Love. Ja, danach seid ihr Skiller. Danach kannst du mit deinem Duo-Partner. So, im Discord noch entmuten. Ich wusste auch irgendwo, war ich noch gemutet. So. Ja, wer ist denn jetzt, Dexen? Dexen, du bist. Ihr seid jetzt Dexen. Wie heißt du denn? Ihr seid jetzt sein. Ja, denkt ihr seid das ist es, ja. Ninja wahrscheinlich. Ah, Dexen heißt er. Ah. Ah ja. Okay, gut. Okay, habt ihr irgendwelche Fragen? Nee, eigentlich nicht. Punktegebung ist euch bekannt? Oh, bruh. Das wollte ich nicht. I'm sorry. Wo sind Dexen jetzt denn? Ja, okay. Sorry, ich hab vergessen. Ach, ich bin ausgesehen, hab gedacht, es wäre eine FA, bin in die Gruppe gejoint. Lädst du deinen Mate ja noch ein? Okay. Macht man die zwei Runden nacheinander? Ja, man macht die zwei Runden direkt nacheinander. Okay, Fragen habt ihr nicht mehr? Punktegebung ist euch bekannt? Ja, alles gut. Okay, dann bin ich Spielchat jetzt weg, ne? Und ich bin jetzt. Was? Okay. Okay. Let's go. So, Namen notieren.
Gut. Hat beim Duo-Turnier Krawall gekillt, während er gestresst. Während er gestresst hat, er meinte vielleicht gestreamt. Ich denke mal, wir hatten dank diesem Kill 20 Punkte. Na, jetzt gönn dir. Dann bist du anscheinend auch ziemlich heftig. Da machst du. Also, wenn es wirklich. P. Darf ich nächste Runde mitmachen? Du musst. Voraussetzung ist, Barschi und mich zu abonnieren. Barschi ist der erste Link in der Beschreibung. Und du brauchst einen Duo-Partner und dann darfst du mitmachen. Aber jetzt sind halt Black Panther und Dexon dran. Oder DQZN. Ich weiß es nicht. Nein, einfach Dexon. Und was du mit Ausrufezeichen P, ich weiß nicht genau, was du mit Ausrufezeichen P jetzt bezwecken wolltest. Apokawa, ja, ich weiß schon. Der den Solo-Squad Weltrekord in Season 7 aufgestellt hat und ich habe schon wieder vergessen rauszuspringen. Schreib mal bitte rein, Stream Highlights, was du mit Ausrufezeichen P meinst. Ja, vielleicht meinst du ja irgendeinen Command, den es vielleicht gibt, so. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Ach, Bruder, ich muss W drücken und irgendwie gleichzeitig noch versuchen, was zu trinken. Hab ein Sub. Stream hat jetzt abonniert. Ehre, danke für dein Abo. Jungs, wir nähern uns immer weiterhin 100. Ach, wahrscheinlich den 100. Den 200. Okay, sie gehen Snobby. Sie machen auf Safety-Hasen. Mal kurz. Baji! Er kickte. Ja, moin, da muss ich los, Baji. Gucken, wie viele Leute gerade im Stream sind. 6 Leute, Ehre. Dennis, du weißt das, Digga. Wer ist denn Dennis? Ach, Dexon ist Dennis. Bin Lukas Braun. Ja, ich bin von Streamer Lightside Urpartner. Ach so, okay. Also wie gesagt, Voraussetzung ist, dass ihr beide Barschi und mich abonniert hat. Okay, geht in meine Klasse. Okay, dass ihr beide Barschi und mich abonniert hat. Barschi ist der erste Link in der Beschreibung und dann könnt ihr mitspielen, wie gesagt. Hauptsache Geschützturm, ja, moin. Herr Fail, er hat boxt vor das Geschütz und es kriegt Schaden, als wenn du draufballerst, ja, moin. Das hat es zumindest so angehört. Dexon ist Dennis, ja, Brudi, wir kennen uns 12 Jahre Land. Wenn er keine 10 Punkte macht, dann komme ich rüber und kill ihn. Neuer Sub. Epic Triad. Ehre, danke für dein Abo. Kannst du mal an dem Versuchung gehen? Ja, habe ich schon gerade gemacht, wie du es wahrscheinlich gesehen hast.
Ich hab die gerade im Moment angenommen. Oh, er macht das ganz taktisch hier. Der andere kriegt die anderen beiden Minis, so läuft der Hase. Let's go. Also Stream Highlights, wenn Nuke Snipes im Stream ist und jetzt, Digga. Was ist denn mit euch, ey? Digga, Eigenwerbung stinkt, ey, ohne Witz. Wenn Nuke Snipes noch im Stream ist, sag mir mal, wann du mitmachen wolltest, weil Nuke Snipes ist schon lange im Stream. Und ja, warte mal, geht das eigentlich über die Konsole? Ist der. Ich denke, wo ist der? Danke. Ist. Wer hat mich jetzt abonniert? NTR Legend, nice. Ist die Nachricht jetzt auch im Stream weg oder nur in der Konsole so angezeigt? Und bei er wurde Bashi ausgeblendet, aber Bashi schneller. Sorry, habe nicht abonniert. Okay, passt schon. Jetzt aber. Also, Nuke Snipes, wenn du nicht mehr im Stream bist und nicht bis zum Ende der Runde geantwortet hast, beziehungsweise du kannst ja immer so lange antworten, bis du hier hörst, was ich sage. Weil wenn du nicht bis zum Ende der Runde geantwortet hast, sind nach den beiden Runden, beziehungsweise, geh mal bei dem Dude in seinen Stream und disliked. Achso, sie haben beide zwei kurz. Wenn er nicht bis zum Ende der beiden Runden geantwortet hat, also Nuke Snipes, dann seid ihr dran, Epic Tryhard und Stream Highlights. Dann seid ihr beiden dran. Ah ja. Ist man mit 10 Punkten direkt weiter. Ja, mit 10 Punkten, sobald du 10 Punkte hast, könntest du dir theoretisch die Runde verlassen, aber egal. Ich will irgendwas mit meinem Duo-Partner haben und mich und Gate abonnieren. Ja. Bashi übernimmt noch ein bisschen mit dem Chat, ehrenwert. Die beiden haben bis jetzt einen Punkt, haben sie bis jetzt. Sorry, war gerade AFK, okay. Ja, Nuke Snipes, wenn du jetzt beide Runden drin bleibst und so, dann seid ihr danach dran, weil du wartest jetzt sowieso schon länger. Und dann seid ihr, dann sind Epic Tryhard und Stream Highlights danach dran. Jungs, das ist krank, Alter. Wir haben 138 Subs. Digga, könnt ihr mir mal sagen, ob das an der Beschreibung liegt? Bashi, ich glaube, das liegt wirklich an der Beschreibung, die ich von dir. Herz geht raus an dich, Bashi. Die von. Weil ich habe von Bashi den unteren Teil der Beschreibung kopiert. Also den. Bashi muss alle 10 Minuten was schreiben, sonst bekommst du nur. Ja, 3 Raketen halt. Weil fürs Ranking habe ich von Bashi abkopiert und seitdem, ich meine, ich habe gestern 104 Abos gehabt. Und gibt mal noch ca. 40 Raketen. Achso, stimmt, ich kann ja Raketen einfach so vergeben. Ne? Warte, Currency. Muss ich die erstmal suchen? Ist es alphabetisch? Nee, natürlich nicht. Name. Ah, jetzt ist alphabetisch Bashi. Edit. Points. Bashi, Ausrufezeichen Raketen. Reicht, oder? Wie kann man dich unterstützen? Mit einem Abo, mit einem Like, mit wenn ihr lang genug im Stream zuschaut und gegebenenfalls alles freiwillig mit einer Spende.
geht aber nur mit PayPal, weil ich noch kein eigenes Konto habe. Man kann abonnieren und oder spenden. Ja, halt nur mit PayPal, bruh. Also sowas wie PaySafe Card und so geht nicht. Ich kann überhaupt mit PaySafe Card spenden. Doch, das geht. Wie viele Punkte bekommt man, wenn man gewinnt? Wenn man einen Win holt, bekommt man mit einer 200 Euro Spende. wenn man gewinnt, bekommt man 2 Punkte. Wenn man zweiter Platz wird, bekommt man 1 Punkt. Pro Kill bekommt man 1 Punkt. Ab 10 Kills bekommt ihr pro Kill 2 Punkte. Und wenn ihr Top 50 seid, bekommt ihr auch 1 Punkt. Ja, ihr hattet 8 Punkte, das habe ich schon geändert. Das ist mir vorhin, als ich draußen war und das gemacht habe, alles, ist mir das auch aufgefallen, dass ihr 8 Punkte hattet. Ja. Und wenn ihr nochmal genau alle, weil Bro, hab kein PayPal, hab alles andere gemacht. Ehre. Ey, du musst auch nicht spenden, Adi. Das ist freiwillig. Oh, aus der. Wenn sie beide mit P90 sprayen würden, hätten sie ihn. Sprayt doch beide mit P90, sonst kassiert ihr gleich so ein Headshot-Brett. Ich schwör's. Okay, nee, jetzt haben sie ihn. Geht doch von oben rein. Einer von oben, einer von der Seite. Oder sie killen halt erstmal den da. Ah, die sind gut. Wolfo ist der Adi, das ist ein Real-Life-Kollege von mir, Bashi. Also, beziehungsweise, ich kenne ihn halt einfach Real-Life. Oh. Black Panther down. Beide noch keinen Kill. Dennis alleine. Man ist doch mit Ausrufezeichen. Ist gleich Punkten weiter. 10. Ja, mit 10 Punkten ist man weiter. Oh, fuck. Er hat 8 HP. Ja, da macht er nichts. Aber du musst den Titel ändern. Du bist morgen. Nee, du bist heute. Das ist Duo vs. Squad. Ich spiele ja selber nicht mit. Bashi. Kollege. Ja, ich spiele selber nicht mit, Bashi. Ach ja, wahrscheinlich Bashi. Adi. Habe ich die? Ja, doch, die habe ich schon angenommen, oder? Die FA. So. Ihr beide habt noch eine Runde. Sie müssten jetzt 9 Punkte machen. Wo ist dann? War der nicht da? Nee. Ach ja. Wie viele Wunder haben sie? Einen. Sie haben keinen Kill gemacht und sind aber Top 50. Oh, ich glaube, ich muss jetzt jemanden zusammenschlagen. Kann ich morgen aber so ein Turnier mitspielen? Adi, du kannst auch heute schon mitspielen. Brauchst halt einen Duo-Partner. Reicht schon, wenn du Yannick nimmst. Brauchst einfach einen Duo-Partner. Und musst, wie viele Runden ihr da? Jeder hat 2 Runden. Nach der Runde sind Nuke Snipes und sein Teamkollege dran. Darf ich mitzocken? Heiße Pizza Graf. Achso, Wolfi, du bist. Wolfi, du musst Bashi und mich abonnieren. Bashi ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und du brauchst einen Duo-Partner, weil heute ist nur Turnier, heute ist kein Abo-Zocken. Ist jetzt 1 Punkt, die beiden. Ah, lol, in der Hood habe ich auch schon mal einen Win geholt, als Team zusammen insgesamt einen Kill. Irgendwie traurig, aber naja, hab's trotzdem geschafft irgendwie. Skill auf FAB bin ich nicht eigentlich dran. Nee. Oder? Wie lange bist du schon im Stream? Ich weiß es nicht. Weil du hast so lange nichts geschrieben, dass ich jetzt nicht wusste, ob du noch da warst oder nicht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, Nuke Snipes und sein Teamkollege sind dann dran. Nächste Runde. Es sei denn, du bist der Teamkollege von Nuke Snipes. Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht genau, wie lange du schon im Stream bist. Deswegen weißt du. So, gerade eben haben wir Dennis zugeguckt. Jetzt gucken wir seinem Mate zu. Wenn wir dann endlich mal sterben.
Land in Sicht. Land in Sicht. RIP. Na, wollen wir mal gucken, jede Runde einem zu. Zack. Okay. Morgen habe ich aber nur einen Duo-Partner. Ja, Barschi, wenn du noch im Stream bist. Was sagen wir? Ich werde nicht alleine Entscheidung treffen, so. Lol. Hast du das gesehen im Stream gerade? Ja, moin. Achso, by the way, der Rival the Clan sucht auch noch Member. Mit Ausruf. Könnt mir bitte gleich, wenn mein Partner gleich weg muss. Wenn Nuke Snipes und sein Mate da nichts gegen haben. Bin morgen den ganzen Tag weg. Brandenburg, dies, das. Ja, gut. Ich weiß nicht, es geht nur drum, ob der Adi das machen darf oder nicht, weil Adi, mit dem kann ich das auch privat machen. Das muss nicht im Stream sein. Das muss ich im Stream sagen, Adi kenne ich ja. Und dann würde ich mir die Punkte trotzdem notieren. Also es kommt darauf an, wie viele heute Abend mitspielen. Wenn heute Abend schon viele mitspielen, ist morgen wahrscheinlich schlecht, Adi, aber wenn... Bruh, Hauptsache Stuhl runter. Nein, mein Stuhl hängt auf meinem Tisch. Scheiße. Fuck. Fahr dich wieder hoch, Jung. Nee. Wann ist das Turnier? Das richtige Turnier wissen Barschi und ich noch nicht genau. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie viele jetzt mitspielen. Also bis jetzt sind NTR nicht die Quali. Ja, das Turnier an sich wissen wir noch nicht genau. Die Quali ist jetzt. Achtzehn Gegner, aber ich denke mal, hier kommt eh keine Sau. Obwohl, PP vielleicht. Pleasant, ah ne, da müssen sie gar nicht hin. Wird aber eine Woche vorher angesagt. Ja. Machen wir, denk mal, Video vielleicht dazu oder so. Achso, und ich will irgendwann auch ein Rival klar. Muss ich dafür irgendwas machen? Nee, Adi, ich weiß, wie du spielst. Sag mal Yannick bitte, dass er mir mal deine Nummer gibt. Weil ich bin gerade nicht am Handy. Wie viele Runden? Zwei Runden. Sag mal bitte Yannick, dass er mir deine Nummer gibt. Nein, muss er nicht, Barschi. Ich weiß, wie er spielt. Und nein, bitte demütige nicht, Barschi. Also, nein. Einfach nein. wäre so okay für dich, Nuke Snipes. Ja, Nuke Snipes muss jetzt halt sagen. Weil Nuke Snipes wartet mit Skiller BVB am längsten. Ihr müsst euch halt jetzt einig werden. Mir ist das prinzipiell egal, wer von euch beiden als erster dran ist. Wenn Nuke Snipes jetzt nicht schreibt, dann seid ihr nach der Runde drin, Skiller. Ich bin der Duellmann. Ihr braucht aber kein Duell, Barschi. Ich weiß, wie er spielt. Achso, stimmt, ich kann die auch einfach auf Insta schreiben. Ja, moin. Nee, ich wollte dich in die WhatsApp-Gruppe hinzufügen, deswegen. Oder hast du sie mir geschickt? Nee, hast du nicht. Was machen die da? Wollen die nicht Zone? Hey, what the fuck? Wieso sind die jetzt nicht geriftet? Zone ist von da hinten aus auch schnell. Wir machen als zweites. Barschi, der braucht kein 1-on-1. Ich weiß doch, wie er spielt. Trios, Squads, weil sonst wäre es unfair, weil die ersten haben direkt 10 Punkte geholt und haben auch Trio, Squad gespielt. Ja, gut, okay. Adi, du bist safe im Clan als Elite-Member, weil ich weiß, wie gut du spielst und kannst ja trotzdem gegen Barschi dich fetzen. Ja, Barschi ist halt ein extrem guter PC-Spieler. Ich werde nicht sagen, dass du schlecht bist, aber ich glaube, auf der Konsole hast du da nicht so gute Chancen. Hat Barschi gestern mitgespielt. Barschi spielt eigentlich mit mir jetzt so ziemlich jeden Tag. Aber gestern im Stream hat er nicht mitgespielt, ne?
Das ist egal, jeder macht Duell, weil ficken wir Clan. Hä, was machen die da? Die Zone, Digga. Was für Elite, ich will endlich meinen God-Member. Barshi, du bist der einzig wahre Barshi. Du brauchst keinen God-Member, du bist einfach der Reale, der einzig Reale. Die Jungs, schaffen wir in dem Stream noch 150 Subs? Hey, was machen die beiden? Als ob die Top 50 auch immer noch nicht. Wenn wir gut spielen können, können wir dann auch in den Clan, wenn ihr in den Clan wollt. Ich wäre an deren Stelle lieber geriftet. Das müssen sie nämlich ganz schön durchaus sein. Wie gesagt, wenn ihr in den Clan wart, einfach Ausrufezeichen Clan. Jetzt im Turnier habt ihr natürlich bessere Chancen, weil wir da direkt zugucken, wie ihr alleine spielt. Okay, lassen wir das. Okay, Top 50, dann haben sie 2 Punkte. Jetzt sind sie gleich ein oder sollen wir Johnny Lad? Weil Nuke Snipes schon länger dabei ist, muss ich Nuke Snipes zuerst einladen. Weil er wartet halt schon wirklich extremst lange. Deswegen. Der Turnier, Command geht nur, bei Barshi im Stream. Achso, das sind bewusst 2 Nachrichten, weil der Bot nicht mehr Nachrichten in YouTube senden kann. Beziehungsweise weil YouTube nicht mehr Nachrichten zulässt als so viele halt. Deswegen musste der Bot das in 2 Nachrichten packen. Was für Video, Digga? Warum ist das One-on-One gekriegt? Man kann auch ein Video machen, Barshi. Barshi ist hot auf ein One-on-One, Jungs, ich sag's euch. Der ist so lang hot, bis er mal einen richtigen Sweater gerät. Barshi, bist du, wenn du in One-on-One einen richtigen Sweater gerätst und dann richtig hart kassierst, machst du dann immer noch weiter auf One-on-One so heftig. Gut, Barsch, dass Barshi kassiert, ist zwar eigentlich nicht unbedingt alltäglich, aber könnte ja passieren. Sehe ich mich da eigentlich als Godmember. Ah ja. Okay. Ja, ich füge dich dann hinzu. Ich kann da nicht, sorry. Du musst auch kein Video machen, nur das reicht auch, wenn du ein Kill-Duell machst oder wenn du dich dann im Turnier jetzt beweist. Weil du wolltest ja auch im Turnier was machen, soweit ich weiß. Wie hieß er nochmal? Barshi, wo bist du? Weil das Stream so neben Stream ist. Barshi ist nicht da. Kann ich alleine machen, mein Partner musst du auf. Ich sag mal so, wenn du jetzt alleine komplett rasierst und irgendwie 10 Punkte schaffst. I don't know. Oder du musstest dir halt einen neuen Partner suchen. Weil eigentlich ist es ja Duo. Ich mache ein Bewerbungsvideo. Kannst du auch machen. Oh, Barshi. Oh, jetzt ist Barshi traurig. Ach so. Das ist Barshi traurig.
Wir sind, glaube ich, immer noch 100, 138 sind. Ah. Und da war noch ein mehr. Alter, Baji. Asch, wir können ja morgen mal gegeneinander machen. Die Schwitzer. Das Ding ist halt, sie dürfen jetzt nicht sterben. Gib mir ein Brett. Ja, 30er ist nicht direkt ein Brett. Oh, der ist. Ist der lost? Ich glaube schon. Digga, dein Teammate müsste jetzt eigentlich. Komm, den holt er, Jungs. Nice. Sein Mate. Oh, er laggt. Okay, geht wieder. Er ist geriftet. Sein Mate ist weggeriftet. Nee, lol. Komm, die holt er, kommt, Jungs. Nice, da kommt noch einer. Finished, finished. Schön. Damit haben sie 4 Punkte. 6 Punkte brauchen sie noch. Ich mag dich, Baschi. Ich mag Baschi auch. What the fuck, Panda hat Aimbot. Einer müsste jetzt raus. Dennis müsste jetzt raus und ihn holen. Oh, nein, nein. Oh. Ja, 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 komm. Geh raus, geh raus, geh. Brett! Gib ihm. Nice, Jungs. Damit haben sie 3 und zwar sind 5 Punkte. 5 Punkte brauchen sie noch. Wäre ein Win. Die zweite Platzierung sind 2 Kills und ein Win. Um das zu schaffen, um jetzt hier zu gewinnen. Ey, Bot. Keine Ahnung. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Ich achte auf den Chat und auf die Gegner, wie sie sich verhalten. Kette mag ich auch. Oh, ah, danke, Ehre. Seid dein. Was? Seid dein Internet ab oder was? Ben. Nee. Wenn's Internet geht, der laggt nicht. Der hat gerade eben ganz kurz gelaggt. Ja, aber viel besser als er. Ist Baschi besser wie du? Nein, Baschi ist. Doch, Baschi ist besser. Ich bin jetzt zwar nicht komplett los, aber Baschi ist besser, weil ich nicht hotkeyen kann halt. Muss alleine. Ja, ich weiß nicht. Baschi, was sagst du dazu? Alleine? Im Solo. Oh, oh, Bruder. Im Solo King Squad. Oh, Zone. Schafft er aber noch. Sie haben 5 Punkte, dann ist. Dann ist. Ja, okay, Stream Highlights, wenn du willst. Ah, danach ist erstmal hier BVB Boy oder wie hieß dran. Klar, gerne sonntags sind immer die One-on-Ones und so weiter bei mir. Okay. Musst du es halt alleine versuchen, wenn du willst. 1 Million und eine Rakete. 1 Million und 1 Raketen. Okay, dann bin ich nicht dabei am Sonntag. Die One-on-Ones und so sind, also wenn ihr für den Clan, dann müsst ihr das vorher sagen. Die One-on-Ones. Kann ich mitzocken. Wolfi, heute ist nicht aber zocken. Heute ist nur das Turnier. Fuck, die sind ja gut. Ja, naja. Sie haben jetzt 5 Punkte.
Nuke Snipes, ihr seid als nächstes dran. Oder BVB, weil... Ach, Skiller BVB, da ist er ja. Nee, Nuke Snipes war zuerst dran. Stimmt. Oder ist das Skiller BVB? Ich weiß es nicht. Nee, das ist, Dennis, aka Dexon. Danach ist, Dings dran. Kannst du beim Turnier mitmachen. Wie heißt der Clan, Rival? Warte. Nee, Dings wartet schon. Nukes Nice wartet schon länger. Ihr müsst nur, ja genau, ihr müsst nur Kete und mich abonnieren. Jawohl. Ihr müsst nur Bashi und mich abonnieren und einen Duo-Partner haben. Nuke Snipes ist als erstes. Ja, Nuke Snipes ist schon länger da. Ja, Nuke Snipes ist schon lange da. Wie kommt man in den Clan? Ausrufezeichen Clan. Musst du in den Chat schreiben. Clan, das C klein. Ich weiß nicht, ob das egal ist, ob man es auch groß schreiben kann. Auf jeden Fall schreibe ich es nochmal klein. Ausrufezeichen Clan. Ausrufezeichen Clan. Nicht One on One gegen Bashino gewinnen. Ausrufezeichen Clan. Danke. Okay, das sind glaube ich zwei Squads. Du bist danach. Es sei denn, BVB, Skiller BVB ist noch da. Weil Skiller BVB war auch noch nicht dran. Der ist auch schon lange da. By the way, die Nachricht gehört zusammen, weil es gehen nur maximal 200 Buchstaben. Beziehungsweise 200, Buchstaben halt. Zählt auch Leertaste dazu und der Bot kann halt nicht mehr als 200 machen, ne? Och, Mann, Bashi. Was ist denn jetzt schon wieder ehrenlos? Sie können Bewerbungsvideo machen und gegen dich im One-on-One machen. Lars Bennett, hi, was geht? Alter, wie viele? Am Sonntag kann man sich bewerben. Ja, wenn du gegen Bashi One-on-One machen willst, anstatt ein Bewerbungsvideo, dann kannst du dich am Sonntag gegen Bashi beweisen. Und Bashi sagt dann im Clan, wie du spielst und sagt dir das auch direkt. Und ja, dann wirst du halt je nachdem, wie du spielst, hinzugefügt oder halt nicht als Member mit RVL oder Elite-Member, wie die meisten von uns als Rival, so wie ich heiße. Du willst ein dreckiges Video, aber das geht so nicht. Was? Also wie gesagt, danach sind... habe ich schon wieder den Namen vergessen, wir schon wieder hier hochscrollen. Nuke Snipes und sein Partner und danach sind Skiller BVB und danach ist als einziger Solo wahrscheinlich im Turnier Dings Bums. Adibashi ist mein Brudi. Mach kein Auge jetzt. Kann der einen abstauben? Das wäre ganz fresh eigentlich. Top 2 in den Teams sind sie jetzt auf jeden Fall, denke ich mal. Safe Call. Die brauchen einen Kill und einen Win, Jungs. Und die konnten einmal AKI machen keinen Namensänderung. Oh. Bashi. Doch, ihr könnt alle Namensänderungen machen oder ihr lasst es halt. Namensänderung wäre halt schon praktischer, aber wenn ihr halt so wie Bashi das YouTube so machen, eine Abstimmung, ob jetzt Black Panther gut ist. Wieso soll ich jetzt eine Abstimmung machen? Nice, wir haben es gewonnen. Das macht Platz 2 ein Punkt, sind plus Platz 1 sind 3 Punkte, plus 4 Kills sind 7 Punkte, plus 3 Kills. In der Vorrunde haben sie genau 10 Punkte. 10 PKT. Let's go. Aber kommt mal ein bisschen nicht, der Rest hat schon. Bashi, es gibt nicht mal God-Member eigentlich. Eigentlich gibt's im Clan nicht mal God-Member. Jungs, Glückwunsch. Ja? Ihr habt die 10 Punkte geschafft. Ihr habt 10 Punkte geschafft? Ja. 10 Punkte?
Zweitplatzierung 1 Punkt, Win 1 Punkt, sind 3 Punkte plus 4 Kills sind 7 Punkte und in der vorherigen Runde habt ihr auch 3 Punkte gemacht. Achso, plus. Nee, in der vorherigen Runde habt ihr. In der vorherigen Runde habt ihr 2 Punkte gemacht wegen Top 50 und einem Kill. Und jetzt wegen Top 50, zweiter Platzierung, erster Platzierung und 4 Kills. Habt ihr genau 10 Punkte. Oh, nein, Digga. Okay, aber Digga, meine Lags aber auch, ja, mein Internet komplett schlecht, ich schwöre, ja. Immer nur geleckt. Weißt du, was Barschi in den Streamchat geschrieben hat? Was? Dennis, ich küsse dein linkes Arschhaar, geiles Ding, Junge, geil, geil, geil. Was hat er gesagt? Dennis, ich küsse dein linkes Arschhaar. Nice. Okay, gut, nice, come on. Let's go. Okay, nice GG, ne? Dann schönen Abend noch. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, im Stream noch euren Konkurrenten zugucken. Ja, danke. Ja, machen wir gerne. Okay. Gut. GG an die. Ja, Nuke Snipes, wie heißt du? Sag mal an. Kann ich dich adden? Ja, kannst du machen, aber erstmal sind Nuke Snipes und sein Mate dran. Also Nuke Snipes, hör mal raus. YouTube Nuke Snipes. Nee, Fortnite, sein Gott, du hast ja schon YouTube Nuke Snipes. Ich hab dich, glaub, noch nicht geedit. Nee, hab ich auch noch nicht. Du müsstest mich meiden. Oder dein Teammate müsste mich adden. Irgendeiner von beiden. Wir sind dann nach Nuke Snipes. Oder ja, ihr seid nach Nuke Snipes. Ja, Nuke Snipes müsste mich kurz mal adden. Irgendwie muss man mich und dich abonnieren. So, okay, wenn ich erkenne. Also, ich bin ja so, aber keiner abonniert mich. Alter, Jungs. Ah, ne, es war eine Gruppeneinladung. Die Nuke Snipes, du müsstest mich noch eben enden. Ich hab die 138 Subs auf Ehre. Der Unterstrich YOLO Boy. Achso, hoppala. Wo ist denn jetzt das T? Okay, lädst du noch Nuke Snipes ein? Ja, ich bin Nuke Snipes, Bruder. Achso, dein Teammate brauchst du noch. Ja, genau. Okay, die Spielregeln sind euch bekannt? Jo. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nope, also ich nicht, Markus. Auch nicht. Okay, dann bin ich jetzt im Spielchat wieder raus. Ich wünsche euch viel Glück, ne? 10 Punkte schafft ihr irgendwie, bestimmt. Ja. Gut, dann viel Glück, 2 Runden hintereinander, let's go. So, kurz. Basti, kann ich mir zocken? Nee, heute ist kein Abo-Zocken. Steck-TV, nee, heute ist kein Abo-Zocken. Heute ist Turnier. Voraussetzungen fürs Turnier, wenn ihr mitspielen wollt, ist Barschi und mich zu abonnieren. Barschi ist der erste Link in der Beschreibung unter Ehrenmann. Und ja, dann braucht ihr halt einen Duo-Partner. Und ja, dann passt das. In der Tat, Barschi. Muss fucking groß. So, sorry. I'm king. Plus.
Querstrich. So, so. Ja, dann brauchst du ein Barschi. Dann brauchst du einen Duo-Partner. Und musst Barschi und mich abonnieren. Ist halt Voraussetzung. Oh, Wailing Woods, Junge, da war heute auch noch keiner. Let's go. Gucken eine Runde Sorry und eine Runde YOLO Boy. So. Also Sorry I'm King, aka Nuke Snipes. Barschi bin kurz weg. Okay. Wenn das wirklich stimmt, dass er Krawall geklatscht hat und dadurch 20 Punkte bekommen hat, wäre es natürlich heftig, weil dann könnt ihr mir vorstellen, dass er mehr als 10 Punkte macht. Bis jetzt ist 10 Punkte Rekord. So, zack, hier runter und Fallschaden. Das war eigentlich jetzt, egal. Steppen kurz ins Water. So, zack, saftig, schmachtig, runter da. So, erste Runde YOLO Boy, let's go. Also, Nuke Snipes. Wer kommt noch alles dran? Steck-TV, denke ich mal. Wenn der denn Duo-Partner hat, aber als nächstes kommt Skiller-BVB dran. Oh, Bro, aus dem Mikro geklatscht, Jungs. Also als nächstes kommt Skiller-BVB und sein Teammate. Bulls für einen Nachskiller und sein Mate. Da würde ich sagen, 19 Uhr ist Ende im Gelände. Keine Ahnung, du kannst auch noch bis 20 Uhr streamen, Barschi, wenn du willst. Ist mir ist ziemlich egal. Dir überlassen. Und bis jetzt haben wir 1, 2, naja, die Leute, die mitmachen können, sind bis jetzt halt nur 3 Stück. Und ja, das ist halt ein bisschen wenig so. Ich möchte auch mit meinem Freund. Ja, Bulls Fan, du kannst nach Skiller BVB und seinem Teammate. Aber Barschi, 19 Uhr, da hätten wir nicht viele. Weil bis jetzt sind es nur insgesamt 5 Leute, die ich auf meinem Zettel. Wann mussten du da hin? Nächsten Freitag kann man auch noch weitermachen, also quasi damit wir 4 Dienstsitze bekommen. Ja, okay, dann machen wir das so, Barschi. Können wir auch machen, mir egal. Können wir tun. Theoretisch. Könnten wir das machen. Skiller BVB, hi. Skate. Und das ist denn ja heute Abend, würde ich mitmachen. Voraussetzung ist Barschi, um mich zu abonnieren, und du brauchst einen Duo-Partner halt. Und das Turnier ist heute Abend noch nicht, es ist diesen Freitag und nächsten Freitag Qualifikation. Und ja. Genau. Alle erstmal Kilo und Barschi abonnieren, bevor er spielt. Ja, okay, passt schon, können wir mitmachen. Hab einen Partner, ja, könnt ihr machen. Nachdem Skiller BVB dran war, nach Skiller BVB ist noch Bulls Fan, und dann könnt ihr
Ist schlimm, wenn ich kurz weg bin. Nee. Ist ja eh erst die erste Runde hier. Top 50 ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt saved. Auf Ehrenbruder-Basis. Also eine Runde spiele ich beim Livestream. Was ist schon gesagt? Also eine Runde spiele beim Livestream. Ja. Alles gut. Hab beide abonniert. Okay, nice. Nee, Hauptsache du reagierst, aber nicht Luft. Hab ich doch, Barschi. Hab ich irgendwas falsch geschrieben? Ach, fuck, ich hab Bisitz geschrieben, muss. Ja, das muss ich mal ändern. Currency. Nee, Commands. Nee, in der Currency ist es. Moment. Ja, tut mir leid, ich hab's falsch geschrieben. Mein Gott. So. Jetzt muss der Black Wolf, du kannst beim Turnier mitspielen, wenn du Barschi und mich abonniert hast. Barschi ist der erste Link in der Videobeschreibung und du brauchst einen Duo-Partner. Ist das Turnier heute Abend noch? Nein. Das dauert noch ein bisschen. Wir machen diesen Freitag und nächsten Freitag Quali. Heute ist nur Quali und nächsten Freitag auch. Und ja. So ist es halt. Also einen Punkt haben sie schon mal safe. Erster Fight in dieser Runde. Oh, 200 IQ von YOLO Boy. 200 IQ. Damit haben sie 2 Punkte. Ja, 2. So ein Deagle Snipe. Alter, 200 IQ. Von ihm. Starkes Spiel jetzt gemacht, Alter. Well played. Commands, Edit, Cooldown, nee, nicht Cooldown, User Cooldown, Group General, Enabled, True, Stream Chat, Permission Everyone. Ne, das geht anscheinend nicht. Oh, bro. Oh, der Hit kommt leider nicht an. Schade.
Oh, schön. Oh, schön. Schön geplayt, Alter. Ich würde das Epic erstmal anladen. Macht er, glaube ich, auch. Ne, der hielt sich. Wie viele Punkte haben sie jetzt eigentlich? Immer noch 2. Sein, er schafft es jetzt, dann haben sie 3. Oh ne, er ist down. Da muss sich los. Oh, schade. 2 Punkte haben sie. Let's go. Zweite Runde. Ab geht's. 2 Punkte haben sie. Sie müssten jetzt 8 Punkte in einer Runde schaffen. Ist möglich, aber ist halt schwer, ne? Highskill BVB. Oh, Captain Blau, bitte, let's go. Paschi, wie viele hast du dann auf deinem Zettel eigentlich notiert? Ah ja. Aimbot, let's go. Let's fucking go. So. Zweite Runde. Auf geht's. So, Jolo, haben wir letzte Runde schon geguckt. Kommen wir ihm zu. Let's go. Auf Barschi, du hast einen notiert. Okay. Ich habe NTR und Mini auch notiert, weil die haben 10 Punkte. Die habe ich bei mir jetzt auch mit notiert. Auf Ehrenbruderbasis. Also wie gesagt, das Ganze gibt es 19 Uhr heute und dann nächsten Freitag ist nochmal.
Letzte Runde hatten sie 2 Punkte. Jetzt haben sie insgesamt 3 Punkte. 7 Punkte müssen sie machen noch. Weil Top 50 ist jetzt saved. Da sollte jetzt eigentlich keiner mehr kommen und sie klatschen. Das sollten sie eigentlich ganz gut. Vielleicht schaffen sie es ja. 7 Punkte. Nikolai, es geht. Oh, Jagdgewehr. Beste Waffe gibt. Also 3 Punkte haben sie safe, 7 müssen sie noch machen. Möglich ist es. Es würden theoretisch, wenn sie im Win holen, nochmal 3 Punkte. Dann wären es nur noch 4. Also gut, 4 Kills und ein Win. Oder halt einfach 7 Kills und keinen Win. Das würde auch reichen. Aber musst du halt erstmal beides schaffen, so. Barschi, Alter. 1.003.000 hast du, oder? 1.003.000. Skelle BVB. Ja, Barschi hat von mir die eine oder andere Rakete bekommen, weil Barschi ist halt einfach Barschi, der darf das. 1.003.000 Raketen, legit, niemals in so kurzer Zeit zu erreichen, aber naja. Sub. Von Ben unterstrich, wahrscheinlich unterstrich Hashtag Royal. Danke für den Abo. Ausruf sein Geschenk ist Killer BVB. 10.000 Raketen. Muss fucking los. Herr Barschi, das kommt mir mal klar. Ach ja, aber du hast das Konkurrenz, der schwarze Ritter, der bei mir im Stream war, ist auch heftig. Also es könnte Konkurrenz sein, denke ich. Burrito, Burrito, es geht. Vielleicht nicht die beste Taktik. Ein Schuss, sie sind weg. Oder ein Unlucky Snipe. Ja, könnte sie noch fällt der Fallschaden.
Oh, kritisch. Oh, schön. Damit haben sie 4 Punkte. Und Yoloboy wurde mit der MP geklatscht. Und Yoloboy ist gefinisht, damit ist es ein Solo gegen Squad. Und er müsste jetzt 6 Kills Solo Squad irgendwie hinkriegen. Oder 3 Kills und nur hinholen irgendwie. Möglich ist es, aber es ist schwer. Ah, ich glaube, Gegner kommt, glaube ich. Hat sich zumindest so an gerade gehört. Hat sich zumindest gerade so angehört. Ja, Gegner ist hinten, hinter ihm rechts gekommen. Ja, okay. Allein kann er kriegen. Guter Jagdgewehrshot würde schon reichen. Na gut, oder Jumphead und dann geht er hoch. Was macht er auch? Der Gegner scheint mir gut zu sein. Und das Flugzeug möchte sich ein. Das könnte jetzt das Ende sein. Wenn das Flugzeug jetzt zu sehr nervt, könnte das Ende sein. Für alle beide. Ja, auf die Range. Ja, er benutzt einen Cheese-Plan. Well played. Oh, schön. Damit haben sie 2 Punkte und 3 Punkte sind 5 Punkte. 5 Kills noch. Oder, ja. 2 Kills noch. 2 Kills und ein Win oder 5 Kills. Oder 3 Kills, oder 4 Kills und Top 2. Also mit so vielen kann das dann jetzt halt auch nicht aufnehmen. Dann muss er dann halt auch mal los. Leute noch, 9 Leute noch. Also er müsste 2 Kills machen, wenn er Win macht. Dann hat er 9 Punkte. Beziehungsweise haben die bei... Oh, schön. Damit haben sie 3 Kills, haben sie 7 Punkte. Jetzt wäre der Win schon ausreichend. Also wir sind bereit. Ja, nach der Runde seid ihr ja dran. Nein, bitte sei nicht AFK jetzt. Oh ne. Schön nach 105er. 5 HP. Oh mein Gott. Ah, er kriegt den Kill nicht mal. Okay, warte mal, der Runde bis 18.15 auf mich. Ja, kann ich machen. Nein. Er stirbt in der Zone. Damit sind sie raus und Dieter. Ärgerlich. Sie haben 3 Kills in der Runde davor. 4 Punkte. Damit haben sie 7 Punkte. Ne, 8 Punkte mit Top 50. Und sind damit mit 8 Punkten auf Platz 2 von allen insgesamt mittlerweile. Jungs,
Das war's komplett. Jungs, GG. GG, oh, wie mies. 8 Punkte habt ihr insgesamt. Er hat ihn gekillt und eine bessere Platzierung, aber trotzdem. Ja, eine bessere Platzierung hätte euch 9 Punkte. Somit habt ihr halt 8. Aber trotzdem ja, GG. Der Kill noch dazu. Ja, GG. Yo, well played. Also, wir sind noch nicht ganz raus, ne? Nein, nein. Mit 8 Punkten habt ihr auf jeden Fall noch Chance. Okay, dann viel Spaß noch. Okay, danke. Haut rein. Ja, ciao. Okay. Fehlt auch noch Barschi jetzt wieder im Stream. Ich kann schon mal Skiller, wie hieß du nochmal auf Epic? Müsste ich mir kurz mal sagen, ich weiß es nämlich gerade nicht. Komm mal raus. Wie lange streamst du? Bis 18.30 Uhr ungefähr. Ab dann nochmal. Gibt's nochmal eine halbe Stunde bei Barschi. Und ja, Barschi streamt nur bis 19 Uhr und dann war's das. Oder bis 20 Uhr, I don't know. Ab 19 Uhr war, glaube ich, geplant. Skiller 035. Okay, lest du noch deinen Mate ein? Ja. Okay, servus. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Regeln oder so? Nein, also ich nicht. Nee. Okay, dann viel Glück. Der spielt 2 Runden hintereinander. 10 Punkte Minimum. Also nicht Minimum, aber 10 Punkte. Und dann seid ihr so oder so weiter. Okay. Let's go. Achso, Barschi. Oh. Barschi, ich war dann nach der Runde. Es tut mir leid. Ja, Barschi, mach schon mal eine Runde. So, ich muss meine Zettel schon mal umdrehen. So. Go. Zack. So. Expert. Plus. Expert down. Und damit ist Skiller allein. Die Runde hat gerade erst begonnen. Das
Skiller muss jetzt heftig was reißen. Die Runde hat gerade eben erst begonnen. Also war schon totes Jahr, man ist gerade richtig ärgerlich gestorben, Expert. Skiller ist von Anfang an alleine. Sind wir danach? Ja, Bulls, wenn ihr seid danach. Das sind 0 Punkte in der ersten Runde. Keine Top 50, kein Kill. Erste Runde 0 Punkte. Ja, moin. So, Spa schießt er schon online. Nee, hier ist er noch, nein, dann mache ich die andere Runde auch noch. Wir müssen jetzt 10 Punkte machen, das wäre eine heftige Runde, das wäre die übelst heftige Runde jetzt. Das müssten sie jetzt irgendwie schaffen. Wie, weiß ich selber gerade noch nicht. Das ist nahezu. Na ja gut, das ist möglich. Bei 10 Kills oder 7 Kills und ein Win. Der Mord von ihm packt. Let's go. Schon wieder eine Zone, die hier lang geht. Also gehen jetzt auch da hoch und versuchen ihr Glück. In der Hoffnung, dass ich direkt geklatscht zu werden. Das Ding ist, sie können nicht safe spielen. Sie müssen Kills machen oder einen Win holen. Müssen sie, sonst war's das. Überlebe ich das hier den Berg runter? Ja, safe. Let's go. Skiller haben wir gerade eben, glaub ich, schon zugeguckt. Oder haben wir NB? Ne, Skiller. NB war down. Skiller haben wir zugeguckt, ja. Kommen wir jetzt NB zu. Let's go. Das ist der erste Kill. Wir finishen direkt. Damit haben sie aber wenigstens einen Punkt. Bin das, das ist der Love, hier so ein
Dein Duo-Partner sind wir noch auf Top 2. ZLove YouTube. Wie hieß er denn? Ich glaube Mumienkeks und Toxic war die, oder? Ja, du musst Babashi und mich abonnieren und also nee, Razer. Du musst Babashi und mich abonnieren und einen Duo-Partner haben. Okay, hast du nur Bruder nice? Ey, da musst du nur noch Barschi und mich abonnieren. Christian Chester und Lisa Mator. Achso. Es gibt zweimal 10 Punkte und einmal 8 Punkte. Und jetzt sind wir gerade in der Runde. Hier sind 2 Punkte. Also ihr werdet mit Sorry, I'm King und The YOLO Boy auf gleicher Höhe. Auf Platz 2. Beziehungsweise in der Qualifikation bis jetzt auf Platz 2. Kommt halt immer drauf an, wie die anderen noch spielen. Habe auch Barschi abo lassen. Nice. Kommt Skill dazu. Na, Skill habe ich die Runde davor schon zugeguckt. Wie kann ich jetzt mitmachen? Du musst, ja, wenn du uns beide abonniert hast und einen Duo-Partner hast, musst du einfach nur Barschi. Ja. Grüße. Musst einfach nur warten. So, Boys, und damit geht's. Ups, das war das Intro. Und damit geht's auch weiter. Ich hab auch aus irgendeinem Grund die ganze Zeit 4 Zuschauer. Als ob. Ich bin so 8K und hab genauso viele Zuschauer wie du. Ich hab gerade ja, mehr, glaube ich. Ich hab gerade durchschnittlich 8 oder so. So, Brudi, mein ja. Die guckst du moin. Auch gleich hier wieder am Start. Wo bist denn du, Brudi? Sind die jetzt auch schon wieder verreckt? Nee, die leben noch. Die haben zwei. Ich würde gerade sagen, wie schnell ging's. Die haben zwei Punkte jetzt. Jetzt haben sie gleich 2 Punkte, wenn noch 2 Leute. Jetzt muss noch einer sterben, dann haben sie 2 Punkte. Jetzt haben sie 2 Punkte. Die guckst du natürlich, kannst du mitmachen. Du musst nur mich abonnieren. Du musst nur Kid abonnieren und einen Duo-Button haben, aber wahrscheinlich schaffst du es heute nicht mehr, weil ja 19 Uhr ist Schluss, aber nächsten Freitag geht's auf jeden Fall weiter, da kannst du weitermachen. Kurito moin. Musstest du dich hier, muss der Clan Rival heißen wegen dem R, aber ich finde nie jemanden, der mit R. Wo bist du? Was? Bullsfan auch da, Bullsfan, guck mal. Ich lade dich schon mal ein, Bullsfan. Bullsfan war auch bei mir, ist auch bei mir im Stream weiß, gewesen. Der ist jetzt rüber, der hat sich hier mit, das ist ein Ehrenmann, der merkt sich, wann es weitergeht. Bullsfan, so. Soll ich schon mal eine Runde mit Bullsfan seinem Kollegen spielen, oder? Nee, warte. Peace, boah, soll ich mich mal nächstes Mal. Peace, Brudi, Bullsfan, wie geht's dir? Gucken, wie lange die jetzt überleben. Also, wir haben jetzt 2 Bullsfan. Punkte. Hi. Ach, dein Partner ist Kurito. Ah, interessant. Wie läuft es denn bei denen, Kita? Naja, die fliegen beim Flugzeug umher. Am Zornrand. I don't know, was sie vorhaben. Warte mal, Kurito, warte.
Wow. Komm, Mann. Hey Flo Games, ja, kannst du, du musst nur Barschi und mich abonnieren. Barschi ist der erste Link in der Videobeschreibung und ja, heute wird es aber wahrscheinlich nichts mehr. Weil jetzt schon so viele mitmachen Kira, wollen und 19 Uhr ist Schluss, Kira, aber nächsten Freitag geht's weiter. Wie gehst du dich eigentlich, Kira? Was? Wann siehst du dein kleines. Kira, wann gehst du eigentlich? In 20 Minuten ungefähr. Schade. Ich mach schon mal eine Runde mit denen. Ja, dann mach schon mal eine Runde mit denen. Ich weiß ja nicht, am Ende sterben die jetzt, so ist das Ding. Warte noch. Warte, bist du noch in der Lobby? Ja. Ich bezweifle, dass die gleich sterben. Weil ich nicht weiß, ob die jetzt fighten oder nicht, weil da vorne waren Gegner. Also mein Bro und ich haben beide abonniert. Okay, nice. Ich will eigentlich 10 Punkte. Guck mal, das kann keiner nachher. Ja, 10 Punkte. Das kann keiner nachtanzen. Ja, da vorne sind, glaube ich, Gegner eingetörtelt. Ich denke mal, die fighten jetzt. Ja, die fighten jetzt. Wenn das nachtanzen kann, dann weiß ich echt nicht. NB Expert und Skiller. Let's go. Kann das jemand von euch nachtanzen? Siehst du? Okay, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht genau, was sie da vorhaben. So. Ist das nicht gerade im Shop oder so? Das ist sogar gerade im Shop. Och, was für ein Scheiß. Ist gerade am Controller so oder was knackt bei dir so? Ja, ich spiel gerade am Controller rum. Ich zieh die ganze Zeit diese. Wie heißt denn das? Sticks. Diese Kugeln da. Ich zieh da die ganze Zeit dran. Ja, Sticks, ich weiß, kenn ich. Moin, Kaiser. Jetzt ist das voll komisches Geräusch. Ja, 10 Punkte müsst ihr haben. Auf Ehrenbruderbasis. Dennis, ihr habt. Ah, guck mal, was da. Ja, ihr habt genau 10 Punkte. Ah. Oder Lol, meinst du, wie viele gleich haben 10 Punkte? Das meinst NTR Legend und Mini haben 10 Punkte. Ihr beide habt 10 Punkte und das war's. NB Expert und Dings haben jetzt 2 Punkte. Leben die jetzt noch, oder? Ja, noch, aber die fighten halt so halbwegs. Die fighten immer noch? Bis wann streamst du? 18.45 Uhr ungefähr. Ja, die fighten, die sind halt beide weak und gehen halt nicht auf die Gegner drauf, sondern rennen halt gerade weg. Hast du zufällig RDW? Ja. Die sind nicht so nur jemand, der dann nach 19 oder ein RDW mit mir macht. Ja, erstmal ja, rein. Ich hab's auch seit heute und ich beschwitze das nur noch. Seit gestern. Aber mein Inventar ist schon lecker. Seit gestern war das. Weißt du, so gestern, komm, wir machen Storytime so. Gestern, so, Digga, das war so. Weißt du, ich schreib so Kete. Er überweist mir so 10 Euro, der Ehrenmann, so ich hab so 20 Euro auf PayPal. Wie das jetzt machen, dann so scheiße. Ich hab mein Konto verbunden. Fuck man, ich bin tot so. Dann denk ich mir so scheiße, Junge. Dann kommt so 200 IQ so. Dann geh ich mir so. Ich kann es doch Kete überweisen. So habe ich es erstmal Kete überwiesen. Habe ihm meine Account-Daten gegeben und so. Musste ich ihn Google anmelden. So, ne? Ich dachte dann so, ja, gut. Er so, okay, mache ich alles so. Ich frage ihn, darf ich jetzt schlafen gehen? Also, ja. So, ich geh schlafen, so 10 Uhr kurz und so weiter. Dann irgendwie, aus irgendeinem Grund dachte ich mir so, vielleicht muss ich noch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss ans Handy so. Gehe ich ans Handy, schreibe Kete. Geht nicht. Das ging auch nicht erst. Da haben wir erstmal 15 Minuten gebraucht, bis wir es geschafft haben, dass er sich meinen Google-Account erlockt wegen Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Weil Paco hatte den Account halt auch und irgendwie konnte da niemand diese Zahl da machen und so, dann mussten wir jetzt über Sicherheitscode machen und so. Hat dann auch 20 Alter, Minuten gedauert. Barschi, eigentlich, die haben jetzt mittlerweile 7 Punkte. Lol, eigentlich wollte ich ja so schlafen gehen und so, aber ne, okay, da. 10 IQ halt. 10 IQ. Ist halt nicht so geil. Dann bin ich im Barschis Fortnite-Account. Ne? Jedenfalls so. Ja. Und dann hat er es so geschafft, ich so, darf ich jetzt schlafen? So, er kann es nicht so. Okay, gut, nach hau rein. Beast-Cyber hat abonniert, danke für den Abo. Irgendwann mal, ich lieg so mit und denke mir so, Digga, ich brauche Wasser, Digga. Geh ich einfach so, ich hab nicht mehr ins Handy gedacht, ich würde einfach nur was trinken. So. Ich geh was trinken so und guck einfach so aus Prinzip, mach einmal aufs Handy so drauf, ne? Was sehe ich? Nachricht von Kette. Geht nicht.
Weißt du, Schäden, was hat er jetzt gemacht? Also, ja, geht nicht. Ich hab gesagt, ich schreibe ihm dann so, du musst halt auf Google gehen und so, weil man kann ja dann so auswählen, Xbox, PlayStation oder halt mit E-Mail und so. Ich hab gesagt, du musst halt auf Google gehen. Dann hat er so verstanden, so. Bin ich halt jetzt diesmal danach wirklich, also ich dachte mir so, okay, wenn er jetzt was verkackt, dann weiß ich echt nicht mehr, weil ich nicht schlafen kann. Bin einfach aus Prinzip 10 Minuten später, einfach nur so aus Prinzip, nach Kehrtes 10er IQ, einfach aus Prinzip nochmal hingegangen. Einfach nur zum Überprüfen, ob er mir noch was geschrieben hat oder nicht, so. Ja, das letzte, was er schreibt, gute Nacht, Homie. Oh, die Zone, die Zone, die Zone, die Zone, die Zone. Oh mein Gott, er hat mit 2 AP die Zone überlebt. Sie haben 4, 5, 6, 7 Punkte. Haben sie jetzt verkackt? Nein, 7 Punkte haben sie. Woher kennt ihr euch eigentlich? Barshi, aus der Mini-Army. Wer Mini-Checker aus der Minecraft-Zeit kennt, da haben wir uns kennengelernt in der Gruppe. Das hört sich an so wie Parship bei Moyen. Ja, in der Mini-Army. Mit dem Madden zusammen. Ey, Barshi, ich schaff vielleicht diesen Monat 200 Zart. Was meinst du? Ich schaff diesen Monat vielleicht 300. Ich hab 142. Das schaffst du. Stimmt, ich wollte mir mal ein geiles neues Banner da nehmen, weil ich hab jetzt tolle neue Banner bekommen von LEW. Vor allem das Lustige ist halt einfach, ja, ich ne? Ich weiß, das ist nicht bei Battle. Das Lustige ist einfach, Jungs, kurz noch zur Story. Ich kauf dann so Barshi, weil Barshi hat mir die 20 Euro überwiesen auf PayPal. Ich kauf's ihm so mit PayPal, ne? Log mich wieder aus, alles gut. Der PayPal-Nachricht, sie haben so und so viel an den und den überwiesen, an Epic Games überwiesen, blibliblub. So, eine Stunde später krieg ich eine Nachricht von Epic Games. Ihre Bestellung wurde zurückgezogen und wurde storniert. Hä? Ja. Wirklich? Ich hab das doch. Ja, hast du jetzt halt kostenlos. Hast du 20 Euro zurückbekommen? Ah, nö. Keine Ahnung, ich glaube, es wurde storniert. Ich glaube, du hast jetzt kostenlos, lol. Muss das Geld jetzt? Weiß ich nicht. Guck mal auf dein PayPal, vielleicht ist es da ja. Cäsar, moin, bis wann streamst du? Ich stream bis 20:30, aber das Turnier geht noch bis 19 Uhr. Aber wenn du gern mitmachen willst, musst du nur mich abonnieren, Keda abonnieren und einen Duo-Partner haben. Und nächsten Freitag geht dann die Qualifikation weiter. Ich schau mal auf mein PayPal, aber ich hab dir das hier überwiesen, deswegen kann das eigentlich gar nicht bei mir sein. Nee, ich weiß, wenn dann ist bei mir. Aber ich schau mal einfach zu. Ich hab 21 Cent, das ist doch runtergegangen. Das war ein Fehler von Epic Games. Hab noch 21 Cent. Nee, jetzt hab ich so viel mit zwei. Nee, ich hab noch 53 Cent. ich schenk dir jetzt 50 Cent. Hey, machst du wirklich? Nein, ich gebe mir da jetzt nicht noch die Mühe für dir jetzt irgendwie 50 Cent zu überweisen. Ja, Alter, langsam regt mich das auf, Mann. Ich warte jetzt schon seit 10 Minuten auf dich. Ja, es sind noch 10 Gegner und sie haben immer noch 7 Punkte. Digga, ich weiß, ich spiele jetzt einfach kurz eine Runde mit denen, okay? Na, es sind also noch 10 Leute mit ihm, 9 Gegner. Oh, jetzt wird er ganz schön gelasert. 18 HP. Ich brech das nicht mehr ab. Psst, 18 HP. Ist es nur noch ein? Und er ist tot. Wow, in dem Moment warten auf Server. Wie in dem Quali geht weiter? Ich dachte das Finale. Oder wie ist denn? Nein, nächsten Freitag ist nicht schon Finale. Kete? Ja. In dem Moment, in dem er gestorben ist, konnte ich nicht mehr aus der Gruppe raus. Also konnte ich nicht mehr abbrechen. Ja, dann mache ich mir den nächsten weiter. Komm rein jetzt. Ich hab Gruppe verlassen. Junge Kete, Alter. In dem Moment, in dem ich nicht mehr abbrechen konnte, ist halt Kete fertig. Okay, du komm jetzt rein, Mann. Du bist bei mir nach hier Gruppe beitreten. Hauptsache bei mir steht nicht mal, dass du Fortnite spielst. Hab Chatbar, hat deine Freundschaft zu verheißen. Ich grüße sie. So. So gut, dann mach ich mal Voice Chat aus, Leute. Viel Glück, ich wünsche euch viel Glück. Spielt nicht zu heftig, aber auch nicht zu einfach. Ich spiel viel Glück, Leute. Ich wünsche euch viel Glück. Hab ich das gar nicht gesagt? Ja, hab ich das gerade wirklich gesagt? Ja. Was ist los? An der Stelle, Leute, alle unter beim Supported Creator einfach Tifu eingeben, bitte. LOL? Werbung? LEL? LEL? Kommt doch an, meinst du, wie Kete, die. Ist dir mal aufgefallen, dass du man stinkst? Ist dir mal aufgefallen, dass du
in Battle Royale eine chilligere Sensi hast als in RDW, auch wenn es beides dieselbe ist. Weil ich habe in RDW drehe ich mich so geschmeidig und das ist mega unangenehm. So geschmeidig. Und in SMBR ist es voll chillig. Wieso haben das alle? Das hat keiner. Der kleine Lappen. Auf die Fresse. So, Boschi, let's go Battlefield. Markier Mathilde. Einfach das Prinzip. Let's go Battlefield. Schade. Hast du nicht mit uns rausgesprochen? Say my name. Milk fucking Jagger. My friend, where are you from? Where are you from, my friend? Where are you from, my friend? Okay, stress auch dein Ping kackt ab. Where are you from, my friend? Mein Ping kackt mich ab. Wenn du jetzt Englisch versuchst zu lernen. Mann. Jetzt geht's. Where are you from, my friend? Bubble, Digga, dafür gibt's Bubble. Bam. Ich möchte bitte Silverbums, Bummi, Dummi. Guck mir zu. Silver Runner, Dinger, Bummer, Lama. Zugucken. Ach, Kete, du. Wow. Ehrenloser. Okay, sie sind alter, wie defensiv sind die denn gelandet? Where are you from, my friend? Hör auf, fuck jetzt nicht ab, Mann. Where are you from? Schnauze. Oh, very nice country. Oh nein, ist Corrido als AFK? Hat er einen Internet-Timer? Das Corrido. Weiß ich nicht. Wo ist denn der überhaupt? Corrido steht hier einfach nur rum und Silver ist einfach komplett am Arsch der Welt. Oh, er hat einen Gegner gefunden. Nee, das ist ein Bot. Oh das, fuck. Guck in den Stream. Ich guck grad hier Silver Run dazu. Hast du diesen Bot gerade gesehen? Oh! Hast du gesehen, wie er den Bot gerade gekillt hat? Nein, hab ich nicht. Dann stream mal in meinen Stream zurückspulen. Ich streame in deinen Stream zurück. Let's go. Das meinte ich ja. Corrido Burrito steht da immer noch, da gucke ich jetzt als Silver Runner zu. Rival, okay, der beobachtet mich. Siehst du, du bist nur Elite-Member, du musst dich umbenennen, aber ich bin God-Member, ich muss mich nicht umbenennen. Schmulde. Boah, fuck, ich hab vorher mein Mikrofon gespuckt. Aber lass mal wirklich so einen God-Member-Rang einfügen. Warte mal, ich muss mal kurz mein Mikro, warte mal. Den bekommt dann nicht jeder zweite Member. Zack. Ich muss mal kurz meinen. Okay, wann bekommt man denn eigentlich Elite-Member im Clan? Wenn man einfach nur cool ist halt. Achso, na dann ist es jetzt so recht, dass ich God-Member hab. God-Member gibt's nicht. Doch, das gibt's doch, Mann. Sonst hätte ich das ja nicht. Sonst müsste ich mich umbenennen. Das Geilste in so einem Turnier ist halt einfach diesen Leuten zuzugucken, wie sie irgendwo am Arsch der Welt irgendwas looten. Ist so, das ist halt einfach absolut lustig so. Das ist einfach, ich fall gerade was Unfall lachen. Das ist so actionreich. Barsch, ich hab mir für den Stream übrigens kurz, oh, ich hab mal wo. Im Übrigen laggt dein Stream wie keine Ahnung was, das ist relativ unangenehm. Mein Stream laggt nicht. Das ist teilweise echt unangenehm, sich das anzugucken. Der kann nicht laggen, bist du scheiße. Der kann gar nicht laggen. Ich hab 100 FPS. Was ist das? Was sind das für Bots, Alter? Damit haben sie 3 Punkte und sein Mate macht nichts, Silver Runner regelt den Rasen. Aber 2 Punkte haben sie. 3. Ich muss mir das mal notieren hier. Was kannst du überhaupt? Ich schreibe einfach Bully F Strich Burrito 1, 2, 3 Punkte. Wir haben 62er Ping und 80 bis 100 FPS, also chill mal. Ja, ich mein Pech. Also lag der Stream auch nicht. Okay, Alter. Doch, guck, geh mal auf dein Handy und guck dir den Stream an. Der kann gar nicht laggen. Doch, der hackt teilweise echt ab. Also, so, es ist halt so wie, der sieht aus 40 FPS oder so. Es ist halt einfach nicht so flüssig wie bei mir teilweise. Also, bei mir ist es schon relativ flüssig. Stell ich jetzt halt mal auf konstante 60 um. 16? 60, wahrscheinlich 16 FPS muss los. Wie viel hast du gerade? Jetzt habe ich konstant 60, weil ich es jetzt umgestellt habe. Aber was hattest du bis jetzt? Also 100
ungefähr so 100. Nicht bei Fortnite, Mann. Bei OBS meine ich. Du musst das bei OBS einstellen. So, 60. Fortnite ist nicht das. Wenn du 60 FPS bei Fortnite einstellst, dann kann es nur noch mehr laggen. Im Stream dann. Nein, das ist flüssiger. Naja, wenn ich auf 60 einstelle, dann habe ich die ganze Zeit Risse im Bildschirm und das sieht im Stream echt scheiße aus bei mir. Dennis, hast du den Stream geguckt, dass sie gesagt haben? Ja, Keta hat doch vorgelesen. Hey, ja, Dennis, ich küsse deinen Blick gesagt. Kann ich Community Talk kommen? Aber Digga, weißt du, ganz ehrlich, ich dachte schon, ich muss gleich zu dir rübergehen und dir jetzt aufs Maul geben, weil ihr keine 10 Punkte erreicht habt. Aber das war einfach so ein Gameplay, Digga. Das kam so unerwartet. So, ihr hattet wie viele Punkte in der ersten Runde gemacht? Drei, oder? Drei oder zwei. Und dann einfach komplett 7 hintereinander rausgehauen, Digga. Das kam so unerwartet. Ne? Ja, soll ich es jetzt im Stream auf 30 FPS stehen lassen oder in Fortnite auf 60? Lass Fortnite also unbegrenzt. Aha. Habt ihr jetzt Standbild? Ach, Korridor hat Standbilder. Und bei OBS musst du übliche FPS-Werte einstellen und dann 60. Und dann überprüfen, ob du noch streamst, weil manchmal kriegt dann das 60 schon die ganze Zeit. Ja, dann hast du irgendwas anderes falsch eingestellt. Da muss ich mal morgen nochmal gucken, was du da falsch hast. Mit TeamViewer oder was? TV? Was für TV? TeamViewer! Ja, meine ich ja. Du hast gerade Kiwi gesagt. Kiwi, Alter. Wobei, Kiwi. So kann man TeamViewer abkürzen, ne? Kiwi. In der Tat, in der Tat. In der Tat? Ich will da überlegen, ob ich mir einfach ein T-Shirt anziehe, wenn ich dahinter gehe, weil in dem hässlichen Bienchenkostüm ist arschwarm. Zieh dir einfach gar nichts an, Brudi. Ja, für alles alleine. Ich schick dir absolut dann. Soll ich dir dann ein Bild schicken? Ja, bitte. Mit meinem geilen Bienchenkostüm. Ja, mach mal. Wieso gehst du da überhaupt hin? Das war unnötig. Digga, ich krieg dafür kostenlosen Eintritt und kostenlose Getränke, also kann ich ein bisschen. Den ein oder anderen. Digga, hör doch auf, geh da doch einfach nicht hin, Mann. Das ist voll unnötig hier. Kostenlose Getränke, Digga. Digga. Kostenloses Getränke, Digga, bist du arm oder so? Digga, so eine Flasche, so eine 1,5 Liter Flasche kostet 50 Cent, Mann. Nein! Weil ich helfe, krieg ich das kostenlos. Ja, deswegen ja, Junge. Du stirbst doch nicht, wenn du für 50 Cent 1,5 Nein! Kaufst, ein Kumpel von mir hat mich gefragt, ob ich ihm helfen will. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat er gesagt, ja, wir kriegen dann halt Eintritt und Getränke kostenlos. Ich so, ja, okay, meinetwegen. Mach halt, aber bist du nicht ein bisschen zu alt für sowas? Hä? Nein, das ist kein Kinderkarneval, weil du Gag. Aber Gag ist ein Bienchenkostüm. Ich wusste ja, ich kann so. Kinder kann. Haben die fleißigen Bienchen mit dem Tabletten, mit dem Getränken und so weiter. Warum feiert man Karneval mit Bienchenkostümen in der Nacht? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in Thüringen ist, aber bei mir ist es hier dunkel. Achso, warte, ich guck wieder Dings zu. Achso, Bullsfin hat noch 2 Kills gemacht. Ich weiß. Das hat er schon die ganze Zeit. Hab ich gesehen. Ich wollte das gerade nochmal neu ein. Das ist richtig brain off Carbon. 3 Punkte haben sie auf jeden Fall. Außerdem machen wir nur den Vorhang von der Bühne zu und stellen dann die Requisiten hin. Wozu gehst du da denn überhaupt hin, wenn du einen Vorhang zumachst und Scheiß auf die Bühne stellst und dann wieder gehen darfst? Kann ich in den Talk kommen? Ja, natürlich kannst du kommen. Ich hab's ihm vorhin auch schon gesagt, dass er kommen kann, aber irgendwie hat er keinen Bock gehabt. Sag da einfach, Bruder, das ist sinnlos, lass einfach nicht machen. Kann ich meine Duo dann noch machen? Rushy, wir hören nach den beiden Dudes hier auf. Scheiße, es ist 18:37 Uhr, können die mal zusehen nächsten jetzt? Freitag weitermachen. Nächsten Freitag geht's mit der Quali weiter. Da kannst du auf jeden Fall mitmachen. Digga, nimm den RPG jetzt mit. Danke. Echt so? Ja, Hauptsache Bulls-Fan nimmt lieber eine blaue Scorped AR mit. Ja, sonst hätte ja Corito gar keine Waffen. Wissen wir noch nicht, weil wir machen nächsten Freitag noch eine Qualität. Nein, Corito leckt. Sonst hätte ja Corito gar keine Waffen. Reinbekommen, weil nicht alle heute konnten und sowas halt. Dies, das. Dann schauen wir mal, dann müssen wir es zusammentragen. Bestenfalls einen perfekten Tag finden und sowas halt. Bashi, du machst übrigens die Tabelle. Mach ich doch gerade auch. Dann ist Finale. Wieso Alter? Achso, Pizza. Ja, Pizza. Ich vergesse jedes Mal, dass Pizza Hub Chatbun ist. Vergesst es immer. Ja, ich muss ihn immer nochmal umbenennen. Ja, musst du mal wirklich machen. Was macht ihr?
Lost. Wieso nicht gleich auf 600 Meter Fight mit 3 gehen werden? Alter, Finale, oh, komm, schieß noch. Da muss auch eine Rakete hoch auf den Berg hoch, Alter. Ja, ja, achso, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, hoch auf den Berg. Digga, am besten noch versuchen, jemanden aus 500 Meter zu Rocket Riden. So, die stehen hier vorne und einen aus Loot Lake Rocket Riden. Einfach aus Prinzip, weil das muss. Oh fuck, ich hab wieder gegen mein Mikro geklatscht. Oh, der hat das Baba Equip, Alter. Eine graue SMG. Eine blaue AR. Die Scope da, Mann, die regelt. Nee, aber Corito hat Baba Equip, Alter. Er hat Flaschengranaten, oder wie heißen die Dinger? Flaschenraketen? Flaschenraketen. Flaschenraketen, eine graue MP, eine graue Tactical, eine blaue AR, nur mit 30 Muni, aber Hauptsache ein Raketenwerfer. Ich würde so lachen, wenn Wulzen jetzt gerade gesniped werden würde. Wo gehen die hin? Die Zone kommt und die gehen einfach freiwillig in den Sturm. Wir sind da Flucht vor der Zone. Das war's. Naja, halt so. Wir machen halt über einen Random-Generator die Teams, die dann gegeneinander im Turnier spielen im Prinzip. Weil im richtigen Turnier ist das ja dann nicht mehr auf Punkte basiert, sondern auf Team, Gegner und so. Ist klar. Spielst du schon seit 10 Jahren Fußball oder so? Musst du ja wissen. Und das schlechteste Team kriegt Preisgeld. Ich mach das vielleicht doch lieber mit Zeiten. Heißt zum Beispiel Team 1 spielt um 15 Uhr gegen Dings, gegen das andere Team. Gleichzeitig, das heißt, geht das dann bei dem einen Team nicht beim anderen. Dann 16 Uhr die nächsten zwei Teams und so machen wir das dann wahrscheinlich. Weil eine Stunde einplanen auf jeden Fall. Wenn sie früher fertig werden, dann ist halt kurzes Spiel. Wie sollen die denn eigentlich gegeneinander spielen? So. Mumble Moin, kann ich mitspielen. Ja, du brauchst einen Duo-Partner, musst mich und Keda abonnieren und ganz mitspielen. Aber heute geht's nicht mehr. Weil wir hören jetzt nach dem Duo hier auf. Ja, die haben aber nur eine Runde gespielt, also musst du dann weitermachen, ja, ja, ne? Aber morgen, nee, nicht morgen, nächsten Freitag, sorry, ich passe schon wieder nicht auf. Na, ich mach dann allein weiter. Ich hab ja noch Pizza, aber der redet nicht. Ja, ach. Ah, ihr labert schon kräftig genug. Du musst noch kräftiger Mittel labern, einfach. Wenn du was sagen willst, schrei einfach, unterbrech uns. Oh. So, sowas nennt man Gespräch. Aha. Wenn ich rumschreie, schlagen meine Eltern mich. Wenn ich schreie, schlagen meine Eltern mich wieder. Komm, so im Stream die Eltern noch. Wir wollten jetzt zugucken, naja, ich gehe mit dem einen Team, halt mit dem einen Team, so, das war jetzt Deutsch, in eine Gruppe, geht er mit den anderen und dann gucken wir halt zu. Weil das bleibt ja Solo-Squad. Solo? Nicht Solo-Squad, Duo-Squad. Ah ja. Die könnten auch ein Kill-Duell theoretisch machen. Nee. Die machen schon noch auf Punkte, aber dass die mit den meisten Punkten hat, das Duell dann im Prinzip gewonnen. Also es ist ein punktebasiertes Turnier auf jeden Fall. So, nein, Duo Squad, sorry. Ich hab's abends nicht so mit Deutsch. Da ruft der Papi den Kerl irgendwie zusammen. Jetzt muss ich das mal gehen. Oh Gott. Nino, Nun, Pembe. Okay, das möchte ich nicht lesen. Ich kann das nicht vorlesen. Hi, auf jeden Fall. Ja, du kannst gerne mitmachen. Aber nach diesem Team hören wir auf für heute. Und nächsten Freitag geht's dann weiter. Da könnt ihr dann gerne mitmachen. Aber ihr, die Bedingung halt, ja, ihr seid zwei, das ist auf jeden Fall schon mal die eine Bedingung, habt ihr schon erfüllt. Dann müsst ihr noch Kete abonnieren, der ist unter Kete verlinkt. Ja. Und mich abonnieren. Ja, was passiert? Hast du gehört? Was denn? Hast du nicht gehört? Wie mein Opa gerade im Hintergrund war. Was war deine Oma? Mein Opa, wahrscheinlich hat meine Oma so eine tiefe Stimme. Ich dachte zuerst, das sei dein Fadi. Was hat denn er geschrien? Was hat denn er geschrien? Ja, er hat mich nur gefragt, ob er den Schlüssel hinterlegen soll. Nee, Dennis, die spielen nicht beide zusammen in der Runde. Ich spiele mit zwei in der Runde und Keter spielt mit zwei in der Runde. Ja. Anders geht's auch gar nicht. Stream Highlights. Achso, hast du heute eigentlich schon Turnier of the Play? Playoff Turnier gesehen? Nee. Bulls Fan 9. Weiß ich jetzt wieso nicht. Wieso begrüßen eigentlich? Ey, ganz ehrlich, wieso begrüßen alle? Weißt du, alle kommen so, gefühlt jeder kommt in meinen Stream rein und begrüßt erstmal Bulls Fan anstatt mich oder so. So, natürlich, Digga, Bulls Fan, Digga, ich schenke dir den Account. Wenn es so weitergeht. Ganz ehrlich. Also, ich bin am Stream, ich mache mir die Mühe, hier meinen PC zu schrotten eigentlich.
Nein, war nichts. Und dann kommen alle rein und begrüßen erstmal Bullsfan. So, Gurito kommt in den Chat, so anstatt einfach so Hi zu schreiben oder so. Nein, erstmal so Hi Bullsfan. Als wäre ich gar nicht da. Nee, weil Bullsfan war ja eigentlich mein Mate. Dein was? Ja, aber wenn du. Das ist ein Mate. Ein Mate. Das ist ein Mate. Ah ja. Nice. Ja, aber trotzdem kann man mich auch mal begrüßen, wenn man schon meinen Stream zum ersten Mal kommt. Ja, aber Baschi, moin, moin. Ey, das sind immer die, so die geilsten Sachen. So, ich sag, spielt safe, aber nicht zu safe. Und dann verkämen die sich irgendwo in der Ecke. Ey. Mal vorsichtig, Brudi. Verkämen die sich irgendwo in der Ecke von der Map und warten einfach nur noch, bis irgendwer da angelaufen kommt. So, am besten noch überall Falle platzieren, so. Nach dem Motto. Ich würd's nicht machen. Mach das nicht, wenn die dann Rakete reinballern. Ach, wir sollen es halt machen. Jemand hat abonniert, irgendein Ehrenmann hat abonniert. Glaube ich. Doch, Stream Highlights, danke, Ehrenmann. Der hat mich auch schon abonniert. Vielen, vielen Dank. Der musste dich sowieso abonnieren, lol. Kam ein bisschen später bei mir hin. Hat Bulls den Profi, nimm die Scope der Airbody. Mit der Pam reißt du auf die Distanz nicht wirklich viel. Abonniert, Kelle. Kelle, ich glaube, der möchte, wer sein Moderator. Okay, da ist hier anders lag. Ich wollte gerade Pen-Spinning machen, aber ich habe einen Stift, der wiegt gefühlt 10 Kilo, wenn er auf mein Handy fällt, ist dann war's das. Komm. Bullsfan, deine Chance. Bullsfan. Der läuft, das ist ein Solo. Oh mein Gott. Geht da doch hin, Mann. Geht da doch hin zum Fick, Mann. Geht da doch hin. Oh, Jungs. Ihr hättet das so gut machen können. Wolzen, was machst du da? Das ist teilweise voll gruselig mit anzugucken. Also ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich Bulls Fans Play sehe, der pickt 20 Minuten. Was machen die? Guck mal, eine Rakete unten rein und die sind beide tot. So. Siehst du genau, das meine ich, die fangen schon an. Ja, das war's mit Bulls Fan. Kurito lebt noch. Der schafft das. Ja, hätten sie den Typen früher gepusht, dann wäre das jetzt nicht passiert. Müssen sie sich aufteilen. Ja, das war's, City. Ey, hier kommen irgendwelche. Sie haben 52 Cent an Hippie SAS gezahlt. Digga, was ist los mit dir? Keto, Alter. What the fuck, man? Was machst du, Alter? Junge, was machst du, Digga? Wie viel denn noch? Danke für die Zinscher, danke für den Zehner, aber Digga. Hast du. Hä? Bullsfan ist gerade ausgetimt, ne? Ich hab eh noch nicht gespielt, weil du die ganze Zeit die anderen gelassen hast. Ja, weil du Solo bist und ich lasse erstmal die ganzen Duos, so, was? Bullsfan ist gerade eine Minute lang auf der Stelle gelaufen. Ja, Kurito macht das schon. Guck dir das an, Alter. Professional Gameplay. Das sollen wir sehen. 500 IQ. Ne, der hat ihn jetzt nicht mit den Dingern gekillt, das kannst du. Yeah, ich hab. Warte mal, Kurito hat. Wir haben die. Einen Punkt. Hä? Kurito laggt. Kurito hat auch. Hab 144 Subs. Ehre, Jungs. Kuss geht raus. 4 Punkte haben sie auf jeden Fall schon mal. Kurito, komm den. Kann man mitmachen. Oh, hey. Look at this, dude. Okay, sie waren Top 4. Sie haben. Ja, bruh. Hatte Silber. Ja, wow. Bulls Fans. Kills sieht man nicht. Er hatte 2. Okay, Kurito hatte 3. Sind. Ja. Ja. Ne, sind 3 Kills. Und dann wären wir bei Ups, Hub, aber okay, nice. Dann wären wir bei 3 plus 5, Platz 50 sind 4 Punkte. Kann man machen beim Turnier? Ja, kannst du. Du musst nur einen Duo-Partner haben und Barschi und mich abonnieren. Barschi ist der erste Link in der Beschreibung unter Ehremann. Bullsfan timed aus. Bullsfan kann ich, wie es aussieht. Kurito, ich sag mal euch was. Wir brechen das jetzt einfach ab. Die 10 Minuten bringt jetzt eh nicht, noch einen Typ ranzunehmen. Dann seid ihr direkt am Anfang nochmal dran, wenn ihr beide Zeit habt. Am nächsten Freitag. Danke, Edcore, für deine Runde machen, okay? 14 bis 15 Uhr, das schauen wir nochmal. Da sage ich am Donnerstag mal Bescheid. Mach ich nochmal ein Video zu. Also. Okay, hau rein, Brudi. Tschö. Okay, da. Ja. Komm mal kurz, RDW.
falls du noch kannst. Ja, ich muss mich jetzt eigentlich theoretisch umziehen. Ein Minütchen. Oder willst du mir Waffen geben? Da bin ich natürlich dabei. Ja. Wobei, ich kann dir das auch morgen geben. Oder so. Ja, okay. Ja, okay. Dann mache ich jetzt... Oh, bra, ich muss das mal in den Stream enden. Also, danke. Der geht einfach schon. Also, danke an die ganzen Subs, danke an alle, die mitgezockt haben, danke an alle, die beim Turnier mitgemacht haben. Ach, schön. Ja, okay. Es geht... Barschi, streamst du jetzt noch weiter eigentlich? Ja, ich mache jetzt LW mit Kurito, falls er mitmachen will. Momentchen, Jungs. Nice. Wieso seid ihr alle so weit? Ich bin gerade mal Level 9. Ich bin Level 20, glaube ich. Ich spiele das halt heute, also. Ach, Bro, kann leider nicht reden, aber sonst kann ich dein Solo Scott probieren. Du, Solo? Ach, keine Ahnung. Ja, Crocs war heute nicht mehr. Lädt ihr den Stream hoch? Ja, die werden immer hochgeladen. Hm? So, Jungs, rein da. Ja, natürlich, ich muss ein bisschen weiterkommen. Also, Jungs, rein in Barschis Stream. Der streamt jetzt noch weiter bis 20.30 Uhr, glaube ich, oder? Wie was? Bis 20.30 Uhr streamst du noch, ne? Ja, natürlich. Ich bin jetzt gerade bei Steinwald. Okay. Auftragsseite 3 von 8. Okay, dann am Anfang. Alle zu Barschi in den Stream. Der Link ist jetzt, denke ich mal, genug mal im Stream drin. Ich weiß gar nicht, ja, Sturmschild. Na, ich möchte gerade mir eigentlich. Das ist gerade eine Sache. Okay, das sollte reichen. Also, der Link ist im Stream drin. Alle zu Barschi in den Stream rein. Danke für die ganzen Subs. Wir haben heute bei 126 angefangen und haben jetzt 145 auf Ehrenbruderbasis. Diesen Monat noch die 200. Wäre auf jeden Fall Ehre. Und ja, da würde ich sagen, hau da rein. 3,5 Stunden Stream. Let's go. Alle bei Barschi rein. Der Stream ist noch ein bisschen Rette die Welt. Abonniert Barschi natürlich. Barschi ist halt Barschi und. Okay, dann haut rein und ciao.